Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobilüberweisen mit Push dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Herzlich willkommen live im OFT-Fanradio und natürlich auch im Kickers TV von Biebershöhe. Da spielt Kickers Offenbach erstmals in der Vereinsgeschichte gegen den Aufsteiger, den SV Spielberg aus dem Badischen. Einer, der darf natürlich nicht fehlen, wenn sich Tausende Richtung Bieber aufmachen. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo, lieber Lars. Hallo, liebe rot-weiße Kickersnasen daheim an den Röhrengeräten, wo ihr euch tummelt, um heute dieses großartige Regionalligaspiel zu verfolgen. Also, gute Stimmung hier. Und lieber Lutz, dein Zuschauertipp? Ja, ich hatte vorhin 5.017 gesagt, den würde ich jetzt schon nach oben korrigieren auf 5.817. Aber du Korrigieren gibt's nicht hier. Sowas, Frechheit. Weil ich habe nämlich 6.207. Ich lasse ihn bei 5.017. Ja, das ist ja ein Kerl, du. Alle Viertelstunden macht er neue Wasserstandsmeldung. Ja gut, ich habe heute Mittag um eins getippt. Ja, weißt du was, da frage ich gerade mal deinen Kollegen hier. Was halten Sie eigentlich davon? Herr Kiesner, ist eine Unverschämtheit. Schaffen Sie ihn weg, diesen unmöglichen Kerl. Er hat original meinen Tipp übernommen. 5.817 habe ich gesagt. So viel werden sein. Er hat sie mir gestohlen. Weg mit ihm. Also das war wieder Marcel Reich-Ranitzky, wie er leibt und schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. So, die Offenbacher, die machen sich jetzt hier nochmal einen Kreis. Genauso die Spielberger und auch die Schiris, die sind sich mächtig am Abklatschen. Und dann kann es losgehen. Und es ist doch sehr, sehr interessant, immer wenn hier Regen und Wolken gemeldet werden, sobald die Kickers hier rauskommen, kommt die Sonne raus. Sonne, Sonne, Sonne. Aber die Spielberger müssen wir mal auch korrigieren. Das dürften so um die 40 sein mit den Sitzplätzen zusammen. Also Sie haben Wort gehalten, ein Fanbus ist da. Ja, kann man so sagen. Lutz ist noch mit Fotografieren beschäftigt. Da kann ich hier mal schauen, was ich hier euch zu berichten habe. Denn ihr könnt auch heute wieder aktiv mitschreiben. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Dann geben wir eure Grüße mit über den Sender, wenn sie kurz und knackig sind. Und eine, die hat das getan, das ist die Conny aus Irland, ganz klar. Und die sucht noch irgendwie was. Muss ich gleich noch mal schauen, was da genau los ist. Jetzt geht's los. Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel und auch am Ball. Nein, da ich es sage, strafe ich mich lügen. Spielberg, bis jetzt deutlich überlegen. Ja, Sie geben uns keine Schnitte, nur Spielberg im Ballbesitz. Jetzt der Torwart hinten, Matthias Moritz ist das, der den Ball... Also die ersten 12 Sekunden ganz klar nur Spielberg am Ball. Nur Spielberg am Ball. Aber jetzt können wir daran was ändern. Nein, immer noch Spielberg. Du, jetzt macht es mir aber langsam Angst. Aber ganz ehrlich, wir wollten hier ein wenig Demut walten lassen. Die haben bei Kaiserslautern 2, haben die 2-2 gespielt. Und das ist ein Ergebnis, das uns dort zum Beispiel noch nie gelungen ist. Wir haben da immer auf das Mützlein bekommen. Also das ist keine schlechte Truppe. Die müssen wir erstmal bespielen, aber jetzt haben wir den Ball. Gebers will er durchstecken auf den Mühe. Der geht immer noch drauf, der presst. Ja, im Strafraum sind sie alle beide. Der Spielberger, der hat Nerven, schießt raus. Mühe grätscht davor, blockt den Ball ab. Einwurf für Spielberg hinten am rechten, an der rechten Eckfahne erst einmal. Müssen sie gucken, dass sie da rauskommen. Sie spielen auch, ja, ganz in blau oben, die Schultern sind rot und unten haben sie rot-blaue Ringelsöckchen wie die Wuppertaler in den 70er Jahren. Der OFC natürlich in rot-weiß oben. Ja, das darfst du nicht sagen mit Wuppertal, denn das war hier der Angstgegner. Also Wuppertal, da haben wir immer ganz dumm ausgesehen. Aber das wird heute hier definitiv nicht so. Der OFC, der ist jetzt erst einmal am Ball, versucht dort vorne etwas zu machen. Dann kommt der Ball hier fast auf unsere Tribüne. Jasula, der wird gleich einwerfen und der Helmut Karasek schreibt heute alles auf einen Sieg und Grüße an alle. Nur nicht an Marcel Reich-Ranitzky. Eine Frechheit ist das. Also eine Unverschämtheit, dieser Karasek. Das war er wieder, Marcel Reich-Ranitzky. So, jetzt geht's weiter mit Spielberg. Die versuchen hier durchs Mittelfeld zu kommen mit dem hohen Ball. Auf links rausgelegt, direkt vor der Waldemar-Kleintribüne geht er zurück in die Offenbacher Reihen. Dann ist der Ball im Aus. Das hatten wir also ausgerichtet. Und dann haben wir weitere Grüße vom Alex Kranz. Der weiß natürlich genau, was die GVO, die Gasversorgung Offenbach, sucht. Nämlich den, der bei uns im Fanradio-Team den Spielstand hält. So, jetzt der OFC dort vorne. Ah, immer noch mit Röser am Geschehen und kein Eckball. Nein, es gibt nur Abstoß. So. Herr Dr. Kissner, dieser Karasek erhält Jerry Cotton für Weltliteratur. Was belästigen Sie mich mit einer solchen Mail? Also jedenfalls schreibt der Alex Kranz, selbstverständlich bist das nicht du, Lars. Wer auf der Homepage schaut und liest, ist klar im Vorteil. Jetzt hat er natürlich schon einen mächtigen Tipp gegeben. Das hätte er nicht machen dürfen. Aber gut, er hat zumindest gar keine Antwort eingestellt. Also insofern, ja.
haben wir auch noch nicht zu viel verraten, aber das wird heute in der Tat gesucht. Wer im Fanradio-Team ist denn der Spielstandshalter? Halter? Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wir haben so viele Spielstände. Wir sind ja die Spielstandserhöher auf unserer Seite. Ermittler sind wir. Wir sind auch die, die empfangen den Spielstand. Axel winkt uns. Alles klar, Axel. Feuer sie an da unten. So, aber ja, Spielberg kommt über die linke Seite, werfen sie erst einmal ein, aber den Ball zurückgeworfen auf den linken Verteidiger in der eigenen Hälfte, quer gespielt auf Stefan Müller. Das ist so ziemlich der erfahrenste dort in der Mannschaft. Er hat Zweit- und Drittliga-Erfahrung beim KSC und zuletzt bei Hessen Kassel, von da ist er auch gekommen. Jetzt erstmal Theodosiades, der den Ball dort über 34 Meter nach vorne spielt auf Müller. Zieht zwei Leute auf sich, ja, mit dem Kopf erst einmal Sieger, dann aber doch der Ballverlust. Jetzt die Spielberger gefährlich und vorne am Strafraum der Offenbacher ganz gefährlich rüber rausgelegt. Oh, da muss endgültig geklärt werden, aber das brennt immer noch. Immer noch im Strafraum, legt er kurz ab, ist noch vom Tor. Was ist denn da? Eckes liegt da, hat einen voll abbekommen. Aber lieber Lutz, das sah nicht gut aus. Da haben sie sich hinten ein bisschen schwindelig spielen lassen. Und Eckes, der liegt regungslos, der rührt sich nicht. Kameramann ist drauf, das werden wir dann hier nochmal sehen. Jetzt alles hier um Eckes bemüht. Wir können nichts mehr sehen, da können wir wenigstens das hier mal abarbeiten. Gute Lars, gute Lutz, krankheitsbedingt bin ich heute leider nicht im Stadion. Aber ich bin mir ganz sicher, ihr beide babbelt uns heute wieder zum Sieg. Liebe Grüße vom Dominik. Und ja, was haben wir hier noch? Der Marc Schäfer schreibt, liebe Grüße aus Pattaya in Thailand, alias Weiltaler. Ich lausche euch gespannt den Kommentar und hoffe auf einen lockeren Sieg. Liebe Grüße nach Bad St. Offenbach und alle Kickersnasen. Ja, lockerer Sieg, ihr Lieben, 1-0. Irgendwie wäre mir schon recht, Alex Sebald läuft sich da warm. Sie kümmern sich immer noch um Daniel Endres, der bewegt sich irgendwie nicht. Keine Ahnung, wir können das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht. Das sieht nicht so gut aus. Ja, da habe ich hier noch Grüße vom Kollegen Björn Marz. Kurze, knackige Grüße schreibt er und kürzer könnte er es nicht schreiben. Grüße schreibt er. Grüße. Wie der Rico immer sagt. Grüße. 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 Ausstaube, Daniel Endres wird sich wieder aufrappeln. Also da kriegt er Applaus, aber nee, noch ist er nicht aufgerappelt. Naja, gut, den Rücken hat er jetzt aufgerichtet. Familie Pfannmüller, hallo Lars, hallo Lutz, hochverehrter Herr Dr. Reich-Ranitzky, freue mich endlich wieder in Bestbesetzung hören zu können. Lutz, wie war dein Urlaub? Die Lösung auf die Gewinnspielfrage hat er auch richtig und ja, rot-weiße Grüße, wie gesagt. Und ja, das haben wir hiermit ausgerichtet. Eckes immer noch dort unten, ja, sehr stark angeschlagen. Stefan und Alois schreiben, hoffen auf 3 Punkte heute. Der Fanclub CMRO von der Insel Brak, Kroatien, sendet Grüße an den höchsten Berg der Welt, den Biberer Berg. Stefan und Alois, wie gesagt, hiermit ausgerichtet. Und gute Lars, gute Lutz, wer meint, gegen den Aufsteiger alle 3 Punkte müssten Pflicht sein, muss an die letzte Saison denken, als wir in Pirmasens verloren. Trotzdem glaube ich an unsere Jungs und tippe mal auf ein 2-0 und die Gewinnspielfrage. Nein, bist du etwa gemeint, Lars? Nein, ich bin nicht der Spielstandshalter. Nein. Nein. Also Alex Kranz, du darfst noch einmal raten. Ja, das ist korrekt. Mit dem, man darf diese Spielberger nicht unterschätzen. Die haben bisher eine sehr ordentliche Runde gespielt, 7 Punkte schon geholt. Und ja, gegen Innsbrücken knapp verloren, zu Hause gegen Kassel. Ja, hätten sie mal einen Elfer verwandelt, hätten sie denen einen Punkt abgeknöpft. Also ein Selbstläufer ist das hier überhaupt nicht. Das sind fast alle Spieler, die beim KSC in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft Erfahrung gesammelt haben. Wie gesagt, hinten mit dem Müller haben sie einen erfahrenen, Zweit- und Drittliga erfahrenen Spieler in der Innenverteidigung. Also und der Stürmer vorne, auch wenn er alle 4 Tore geschossen hat, aber er hat 4 Tore geschossen in dieser Liga. Wichtigste Botschaft, Eckes steht wieder, auch wenn er ein bisschen benommen da war, aber er hat sich wieder aufgerichtet und das Spiel ist wieder im Gange. Spielberg erstmal in der eigenen Hälfte, aber die hatten eben schon eine Großchance, lieber Lutz. Absolut, also die erste richtige Monsterchance hatte Spielberg, das müssen wir mal so festhalten. Da sind sie relativ gut und einfach durchgekommen. Soll nicht so weitergehen. Wird hier auch auf einmal ganz, ganz ruhig. Das hat uns schon doppelt geschockt. Erst die Großchance, dann das, ja, wie soll man sagen, dass Eckes dort nicht mehr aufstand. Kadi Hott schreibt, viele Grüße an Stefan Reiner und Kadi und an alle. Sitzen hier am Strand in der Nähe von Venedig und hören Fanradio. Daumen hoch für den OFC. Also, Grüße nach Bella Italia. Also ich fahre ja da auch immer hin nach Casavio, Treporti Casavio. Vielleicht seid ihr ja dort. Cavallino da in der Kante. So, jetzt OFC unterwegs über die halbrechte Verbindung. Ja, jetzt geht's schnell, ganz rausgelegt. Dann nochmal den Fuß gewechselt, rüber auf Theo. Vielleicht mal direkt abrotzen. Genau das macht er jetzt auch. Monsterschuss! Ganz knapp links am sogenannten Fritzchen vorbei. So sieht's aus. Der Theo jagt jetzt den Klaus Jasula, weil der führt noch mit 1-0 Toren. Da geht's um ein Steak. Und eben war er Zentimeter am Ausgleich. Aber 11 Meter zählen nicht. Ja, doch, die zählen. Doch, das ist es ja. Aber der war ganz, ganz knapp oben am Winkel vorbei. Du, da hätte er schön reingetroffen. Ich hätte ein tolles Bild malen können, aber
Noch steht es 0-0 hier. 0-0, aber es war noch nicht so viel Spielzeit, weil die meiste Zeit von diesen 7,5 Minuten hat der Eckes am Boden gelegen und wurde behandelt. Aber es geht hier weiter und der UFC kommt jetzt wieder. Über rechts und das geht schnell. Da muss er doch mal ein bisschen antreten, ganz klar. Ja, zweiter Ball dort vorne rein, aber dann sollten die Spielberger die Situation erst einmal bereinigen. Genau, das ist ihnen jetzt auch gelungen. Auch wenn die Offenbacher dort mit 4 Mann drumherum stehen, erst einmal gestört haben, der Ball im Seitenaus. Simone Kehling schreibt, hallo lieber Laki, lieber Luca, obwohl ich regelmäßig auf Fanradiohörer bin, weiß ich die Antwort auf die heutige Quizspielfrage der GVO der Gasversorgung Offenbach nicht, werde aber trotzdem meine 40 Euro Ronen überweisen. 3 Punkte sind heute Pflicht, rot-weiße Grüße. Ja, einen Tipp können wir schon geben. Fanradiohörer wissen viel und Fanradio-Seher auf der Website-Seher sind noch schlauer. Die sind noch schlauer, ja, 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 ja. Lieber Lutz, was machen die? Spielberg hinten rum. Oh, da haben sie Glück gehabt oder gut gemacht am Ende von Müller, der den Ball hier rausheben kann und sie kommen über die rechte Seite. Ja, Freistoß. Hat der Franke hinten sich reingestellt, der fällt hin sehr, sehr schnell. Unten die 17 ist der Jan Malsam und es gibt einen Freistoß. Rico, das ist ihm direkt vor die Nase gefallen, der Kollege. Aber jetzt kommen sie wieder dort vorm Strafraum. Da muss man mal energisch dazwischen gehen. Die Offenbacher kriegen den Ball einfach nicht richtig raus. Auch Blecki, der hat hier seine Mühe links rausgelegt auf Theo. Naja, und er versucht es in die Mitte rein auf Müller mit dem Kopf verlängert. Das Ganze jetzt endlich dann doch in der Hälfte der Spielberger. Und da kommt der Ball hier. Und Lutz Kammermeier fängt den Ball im Genick. Im Genick, da wo ich den Kaugummi reingeklebt habe, damals 1982, damit ich technisch perfekt wirke. Also Pintol an dem Bällchen rübergespielt auf Blackie, vielleicht auch direkt abziehen. Ach, da hat er es zu kompliziert versucht. Da wollte er noch ein bisschen gehen. Dabei hätte er doch die Schussmöglichkeit gehabt, auch wenn sie da vor ihm standen, die Mannen in ja, Rot-Blau, so kann man sagen, oder? Rot-Blau sind sie, ja, ja. Oben die Schultern, die sind mit so einem roten Streifen ja, abgesetzt. Und dann haben sie ein blaues Trikot, blaue Hose und unten rot-blaue Stutzen. Ah, jetzt versuchen sie erstmal da hinten raus zu buxieren, die Spielberger. Schön gemacht im Mittelfeld, aber dann Jasula, Schluss mit Lustig, auf Dopp rausgespielt. Jetzt wird umgeschaltet in die Mitte. Naja, der Ball ist noch in unseren Reihen. Pintol nicht wirklich dran gekommen. Und jetzt, da ja, Lutz, wie sagst du immer so schön, wer so frei steht. Ja, der ist im Abseits. Aber ihr Lieben, ihr müsst da nicht murren, weil der Ball rollt durch bis zu Daniel Endres. Der Stürmer bleibt stehen, somit zeigt er kein aktives Verhalten. Somit muss der Kamerad an der Linie auch die Fahne nicht heben. Das macht er nämlich nur dann, wenn der aktiv zum Ball geht. Das hat er nicht gemacht und somit ist es okay. Also das hat jeder gesehen, dass der im Abseits war. Nur er selber hat es halt auch gesehen und hat seinen Offensivdrang da unterbrochen. Alles ist gut hier auf dem Biberer Berg. Nur dieser Pass, der war nicht so gut auf Dobros. Ja, ein bisschen zerfahren sind sie hier die ersten 10 Minuten. Das muss man schon sagen. Wirkt ein bisschen komisch, aber gut. Die erste Riesenchance von Spielberg haben wir gesehen. Eine Verletzung von Daniel Endres, keine Ahnung, was es war, haben wir auch gesehen. Davon hat er sich soweit erholt. Oh, vielen Dank. Von der Sparda-Bank eine Ölung. Oh, eine Ölung. Die erste Ölung kam von der Sparda-Bank. Ja, vielen, vielen Dank. Diese erste Ölung wurde Ihnen präsentiert von der Sparda-Bank. Aufgepasst, Theo! Uiuiuiui, spielt er im Strafraum. Ja, gut, hat er ein bisschen. Weiß nicht, was die Jungs da hinten machen, das gefällt mir überhaupt nicht. Also da muss jetzt einfach mal ein Akzent nach vorne gesetzt werden. Genau, das soll jetzt auch kommen. Auf Müller, der weite Pass. Jetzt geht's auf den Torhüter zu. Und dann hat Matthias Moritz die Kugel in seinen Fittichen schon wieder abgelegt. So kommen die Spielberger. Also die sind alles andere als handzahm. Ja, sind sie auch. Wozu auch? Was sollen sie? Haben wir ja nichts zu verlieren. Stellen sie sich jetzt hinten rein und warten, dass sie abgeschossen werden, werden sie hier nicht viel Freude haben. Also machen sie einfach mal mit. Weil nur so kannst du was holen. Aber jetzt kommt der UFC erst einmal mit Röser zentral. Zieht er ein bisschen nach links rüber, schön durchgesteckt auf Dobros. Links Außenposition, geht er in den Strafraum, flankt den Ball lang und weit. Zu weit für Müller, zu weit für Müller. Ja, also da wäre jetzt beides möglich gewesen. Entweder einen richtigen, fulminanten Torschuss, hätte ich sogar empfohlen, von der linken Seite. Denn so spitz war der Winkel nicht. Oder ein bisschen mehr in den Rücken der Abwehr. Aber so hat er das Ding weit verzogen, also über den Torrahmen hinaus. Keine große Mühe. Markus Döttling schreibt, gut ihr zwei. Grüße ans Fanradio-Team, den Andi, die Conny und die Familie Sauer. Und die Lösung im GVO-Gewinnspiel hat er natürlich auch, ist somit in der Lostrommel drin. Viele Grüße ans Fanradio-Team, viel Glück an den OFC, nur der OFC-Familie Bransch aus der Schweiz, also heute wieder internationales Publikum. Aufgepasst, Spielberg über die rechte Seite, kommen sie wieder in den Strafraum gespielt und abgewählt, 1-0. 1-0. Ja, und das geht schon in Ordnung, weil die Offenbacher dort wirklich schlafmützig agieren. Dort hinten gefällt uns überhaupt gar nicht, was die Hintermannschaft dort hinten ja, veranstaltet. Anders kann man das nicht sagen. 1-0 geht in Ordnung. Ja, der Ball war schön von rechts in den Rücken der Abwehr reingespielt. Da versucht
der Franke noch den Ball irgendwie in der Not wegzugrätschen. Und bei diesem Grätschversuch schießt er den Hasel irgendwie an. Und Daniel Endres war schon ein Stück aus dem Tor raus. Und so eine ganz komische Bogenlampenschrumme, ja, eiert irgendwie hinten ins Netz rein. 0:1. Ich hab's noch gesagt, ihr Lieben. Diese ganzen Tipps auf Facebook, 11:0, 100:0, 2.000.000, abgeputzt. Die haben in Lautern 2:2 gespielt, das haben wir noch nie. Die haben bisher richtig ordentliche Leistungen gebracht. Und irgendeinen Gegner in dieser Liga zu unterschätzen, das ist schon der allererste Schritt in die Niederlage. Das sage ich immer wieder. Also Jungs, legt den Schalter um da unten, dann ist mir nicht bange. Aber so, wenn es so weitergeht. Vor allen Dingen diese Schlafmützigkeit, die uns dort hinten in der Abwehr immer mal wieder einholt. Das haben wir ja letzte Woche schon gesehen und heute wieder das Gleiche. Aber jetzt Jasula, ja, in der Zentrale. Müsste rechts rauslegen, das dauert zu lange. Was macht er denn? Wo will er denn hin? Jetzt spielt er links rüber auf Theo. Der wartet auch, bis sie kommen. Der kann früher spielen. Aber jetzt gibt es erst einmal Freistoß für den OFC. Aus guter Position. Das Ganze 26 Meter, beinahe zentral, vielleicht halb links die Position. Röser, das Goldfüßchen, legt sich das Bällchen zurecht. Aber Theo, der will auch. Der will auch, aber mit links ist das eher ein Flankending. Wogegen der Röser könnte den auch aufs Tor jagen. Irgendwie drauf donnern, warum nicht? Also er ist ja nicht schön, nicht so schön zentral. Du ihn rein babbeln oder soll ich ihn rein? Mach du ihn rein. Also dann babbel ich ihn rein. Röser, da steht er, Martin Röser. Nein, Theo wird schießen. Ah, der flankt dort vorne rein auf dem Elfmeterpunkt, kommt der erste Mal runter. Die Spielberger sind aber hellwach, haben da die Kugel erst einmal geklärt. Jasula spielt nochmal raus, Schwarz, der dreht sich. Jetzt mit dem linken Fuß reingeflankt, aber da ist er. Matthias Moritz pflückt die Kugel nur so runter. Weit, weit abgeschlagen und guckt ihr sie an, wie frech sie sind. Ja, oh, das ist alles nicht so, wie es sein müsste. Theo, ja, er spielt erst einmal zahlen. Endres zurück. Dann kann ich hier auch einmal Grüße abarbeiten. Der Jörn P., der wird heute 36 Jahre alt. Alles Gute von der gesamten OFC-Familie. Und das Ganze ist geschickt gewünscht von Christian Dünscher, unser Mann bei der Offenbach Post. So richtig. Muss man sagen. Ja. Also Jörn P., 36, alles Gute zum Purzeltag, auch von uns. Und der Michael Budde, der grüßt den Nicolas Budde, der ist in Porto zum Auslandssemester. Jetzt kommt aber der OFC dort vorne an den Strafraum, aber dann, ja, holt er die Polder, geht es hier zur Sache. Dobros jetzt von halb links, was macht er? Übersteiger, rechts, links, jetzt in die Mitte reingespielt, aber eng und enger, kompliziert, kompliziert. Die spielen sich hier, die Knoten in die Beine. Absolut, und Theo versucht den Ball zu holen auf links außen. An einem vorbei, da steht dann der zweite schon. Einwurf für den OFC wenigstens. Einwurf für den OFC. Ja, dann können wir den letzten auch noch. Ne, den warten wir jetzt erstmal den Angriff ab, bevor wir zum nächsten Gruß kommen. Aber der wird zurückgeworfen zu Frank in der eigenen Hälfte. Spielt das dann mal quer auf Gebers, der da halb rechts über die Mittellinie geht. Ganz raus spielt auf Sascha Korb. Ja, der wird sofort angegriffen, musste dann ein Endres spielen. Also kann ich sagen, Peter Stein aus Marburg-Ellenhausen, der grüßt alle OFC-Fans, aber besonders aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Rot-weiße Grüße und heute 3 Punkte für den OFC. Ja, das wünschen wir uns alle. Im Moment haben wir deren 0 auf dem Konto. Also wir liegen 1:0 zurück. Wir haben hier was aufzuholen, das ist einfach so. Und ein bisschen mehr Demut täte uns allen gut, dann klappt das auch. So. So Leute, die Spielberger, die sind mit allen Wassern gewaschen und die zeigen an, ganz klarer Fall, sie sind nicht gekommen, um 3 Punkte in Geschenkpapier hier vorbeizubringen. Nein, das ist einfach, das ist, aufgepasst, nein, das sind viele, viele haben beim KSC in der Jugend gespielt oder auch, wie gesagt, zweite Mannschaft, habe ich gesagt, hinten der Müller sogar erste Mannschaft in der zweiten Liga, bei Kassel in der dritten Liga, nee, Quatsch, in der Regionalliga, Entschuldigung, und, das ist eine gut ausgebildete Mannschaft. Das sind nicht irgendwelche Dorfjungens, ja, die so zweimal in der Woche trainieren. Das darf man so nicht sehen. Jetzt muss es schnell gehen über die rechte Seite. Da gehen sie schon an den Strafraum, in den Strafraum. Aber dann immer noch ein Haken, immer noch mal gedreht und dann ist das Bällchen weg. Also das sieht so aus, als ob wir uns hier richtig die Zähne ausbeißen an den Burschen aus dem Badischen. Jetzt kommt der OFC wieder bei der Halblinks. Theo Deosiadis, was macht er? Ja, wartet, bis einer auf ihn zukommt. Dann jetzt Dobros. Ja, vorne reingespielt in den Strafraum. Müller, ja, gleich ist er in der Zange sozusagen, der zwei Blauen. Und der Ball ist im Aus. Einwurf wird es geben für Rot. Das sind die Unsrigen. Theo, ja, versucht es einmal. Jetzt Blackie.
Ja, in die Zentrale gespielt, Jasula direkt abziehen. Ah, da geht er. Doch 1,50 übers Tornetz. So, der Norbert Müller, das ist ein Spielberger und er sagt, klasse euer Service. Ich grüße alle Spielberger vor Ort und hoffe auf einen Punkt bei euch. Und klasse, dass bei euch sogar der Literaturpapst kommentiert und Leute wie Helmut Karasek zuhören. Norbert aus Karlsbad, grüße auch zurück an den sympathischen Verein. Und ja, im Moment braucht er nicht auf einen Punkt zu hoffen. Im Moment hat er gerade 3 sogar. Im Moment hat er der Säckel aber richtig voll, ja, und es sieht auch nicht so aus, als würde sich da jetzt ganz schnell was dran ändern. Gut, im Fußball ganz, ganz schnell gehen, aber sie stehen hinten bisher sehr gut und vorne muss man immer wieder mal aufpassen. Das hat man bis hier gehört, das habe ich bis hier knacken hören, wie er da auf Pintol mit ausgestrecktem Bein geht. Der wendet sich jetzt dort auch, hoffentlich ist da nichts passiert, aber ich glaube, es hat nur einen lauten Schlag getan. Und Schiri ermahnt ihn, aber Pintor liegt noch dort. Da kann ich hier nochmal schauen. Auch heute bleibt uns der Franke nicht erspart. Macht eine gute Sendung. Und Lars, achte auf dein Herz. Reicht. In Anspielung auf letzte Woche. Auf letzte Woche, so ist es. Also das ist der Klaus Rösner, der Pinbot. Und da ist immer noch Verletzungsunterbrechung. Da kann ich hier was abarbeiten. Grüße aus dem Urlaub vom Andi Rot-Weiß. Grüßt er diesmal aus Offenbach City, sondern nicht von Offenbach City, sondern vom schönen Rhein. Andi und Jana Rumpf. Wir hoffen, dass Lars heute ein paar Herztropfen eingenommen hat, damit er nicht wieder so wie letzte Woche japsen muss. In diesem Sinne drücken wir die Daumen für einen Dreier. Daniel Zangel schreibt, schauen wir mal. Ja gut, jetzt geht's gleich weiter. Dann sind wir auch wieder auf Ballhöhe. Dann gucken wir mal. Also Christoph Niermaier, der Foulspieler, hat gelb gesehen. Das können wir nach sagen. Benny Pintol humpelt da so vor sich hin, also er versucht das zu machen ohne Behandlung, streckt das Bein aus, am rechten hat es ihn erwischt irgendwo und Martin Röser wird den Freistoß schießen, das ist so das halbe rechte Mittelfeld und jetzt kommt der Ball in den 5-Meter-Raum, verlängert, eieiei, Gebers kommt nicht mehr dran, da hinten war er reingelaufen und es gibt Abschlag. Sah erst einmal gefährlicher aus, als es tatsächlich war. Daniel Zangel schreibt, gute Lars, gute Lutz, wir sind heute ausnahmsweise nicht auf dem Berg, allerdings in rot-weißer Mission unterwegs. Wir sind nämlich in Steyr bei unseren Freunden vom SK Vorwärts Steyr. Rot-weiße Grüße aus Oberösterreich, Stefan Reuter und Daniel Zangel. Ja, da grüßen wir auch unsere Freunde von Steyr, die waren ja auch schon sehr, sehr oft hier. Ganz liebe, treue Freunde dort in Österreich. Sozusagen unser Standort, Standpunkt dort in Österreich. So sieht's aus. Überall auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Kickers wohnt, aber auch irgendwo ein Steirer oder Leverkusener. So schaut's aus. Und auch, es gibt ja viele, die mit dem KSC Sympathien hegen. Somit passt das auch wiederum zu Spielberg. Das ist ja fast ein KSC, der da so spielt. Jetzt müsste der OFC umschalten, aber da geht's erst einmal langsam noch nach hinten. Dann kommt der öffnende Pass, aber der sehr, sehr öffnend. Also ganz schlimm, kann man nicht anders sagen, von Franke. Der schießt da bis zur Eckfahne. Oder das ist ein Befreiungsschlag, aber das klingt besser. Das war ein Befreiungsschlag. Er musste klären hinten. Er musste klären, ja. Also da schießt er das Ding bis zur Eckfahne. Ich meine, wenn ich den Ball schon wegrotze, dann doch Richtung Tor, oder? Ja, dann in Richtung Tor. Aber nee, verstehen muss man das nicht, aber gut. Und ihr merkt schon, es läuft nicht alles rund bis jetzt. Nein. Also es lief schon runder hier auf dem Berg zu Biber, aber wir haben noch Zeit. Und es ist jetzt nicht so, dass die Jungs da unten irgendwie keinen Bock haben. Aber bisher machen sie Spielberger gut. Das muss man mal sagen. 20 Minuten sind ja gespielt. 0:1 steht es hier. Hasel wurde am Ende angeschossen beim Klärungsversuch von Franke, aber er stand halt da. Und jetzt kommen wir über rechts, Sascha Korb. Mal gucken, hat er ein bisschen Platz. Röser kommt auch mit, geht ins Dribbling, die Flanke kommt rein, aber da ist niemand. Ja, Dobrowska steigt zumindest hoch, auch wenn dann das Bällchen in den Fängen von Matthias Moritz ist. Sebastian Lanzel schreibt, gute Lars, gute Lutz. Erstmal ein Riesenlob an das Fanradio-Team für die geilen Live-Übertragung. Ja, das finde ich gut, dass er nicht uns beide nur nennt, Lutz, denn wir sind ja viel, viel mehr. Wir sind ja insgesamt 12 Leute. Zum Beispiel steht momentan der Peter Dietz an der Kamera. Ja. Und der ist eigentlich dafür zuständig, nicht für die Gegentore. Der müsste eigentlich jetzt mal ein paar Tore einfangen. Normal. Muss ich mir dann doch mal über Auswechslung Gedanken machen. Mal ist ja der Peter der Tore-Einfanger. Da gibt es ja andere, die sind die Spielstandhalter. Ja. Weil die nie ein Tor einfangen, zum Halten eingesetzt. Ja, dann darfst du aber jetzt den Spielstandhalter dürftest du jetzt nicht einwechseln. Nee, den darf ich auch nicht einwechseln. Nee, geht also gar nicht. Die Minimalhoffnung liegt bei Peter Dietz. Das ist so. Wir müssen auf den Peter hoffen, dass er irgendwie seine Form wiederfindet. Aber erstmal kommt Spielberg über rechts. Ah, jetzt hat er Gebs aufgepasst. Halt, dass der Peter jetzt lange im Urlaub war. 6 Wochen insgesamt war er weg. Ja. Hat auch ein bisschen angesetzt und ist nicht mehr so spritzig. Ne? Und dann, das merkst du dann auch an der Kameraführung dann. Ist einfach so. Das ist, wenn man gedanklich auch noch zu langsam ist, noch irgendwo La Playa und so. Ja. Weißt du, immer noch die Schirmchen trinkst. Das ist logisch. Ja. Mädchen da vor Augen hat. Ne? Der hofft doch, die ganze nackelische Mädchen da. So, Franke, das war ein Pass.
Aber mit dem Kopf geklärt, Matthias Moritz. Ja. Der hat natürlich hier hinten schon einiges zu tun, auch wenn die Spielberger hier ja die erste Schrecksekunde hier für sich hatten. Und dann haben sie auch nachgelegt, tatsächlich das 1:0 hier eingenetzt. Und das geht unterm Strich schon in Ordnung, weil sie geradliniger, weil sie einfacher spielen, die Offenbacher doch ein bisschen verkorkst irgendwie zur Sache gehen. Ja, sieht halt so aus. Weil aber ich sage, die machen die Räume sehr, sehr schnell, sehr, sehr eng. Und dann ist das nun mal schwierig. Da müssen wir irgendwie den Dosenöffner, irgendwie mal das Löchlein finden in dieser Abwehr. Und nach vorne spielen sie wirklich schnörkellos, zack, zack, so wie halt Fußball ist. Ohne großes Geheimnis wird einfach versucht, den Ball ins Tor zu schießen. Einmal hätte es fast geklappt, einmal hat es geklappt. Damit sollte man zufrieden sein hier nach 22 Minuten. Jetzt kommen sie schon wieder über die rechte Seite und holen wahrscheinlich noch am Ende einen Eckball raus. Passt's mir auf, Gebers macht es gut mit Jasula. Das haben sie jetzt schon souverän geklärt dort hinten, auch wenn sie da am Strafraum quer gespielt haben. Blecki jetzt hier auf Höhe der Mittellinie, Dobros angespielt. Jetzt müsste schnell gehen, da vorne rein. Ja, ja, da lauert der Müller. Aber da stehen sie natürlich auch gut hinten. Ja, ja, und sie kriegen halt auch immer diese Befreiungsschläge, will ich es mal nennen, die landen dann noch bei den eigenen Leuten. Das ist dann halt immer noch sehr, sehr gut aus Sicht der Spielberger. Jetzt kommen sie über die linke Seite erst einmal noch in der eigenen Hälfte, müssen sie ein bisschen Dampf rausnehmen. Ja, da müssen wir sie besser zustellen. Jetzt spielen sie ganz zurück auf die 5. Stefan Müller ist das, ich habe es gesagt, der erfahrenste dort, ein Neuzugang. Haben ja fast im Grunde komplett ihre Aufstiegsmannschaft behalten. Ich glaube, 4 Neuzugänge haben sie, 2 Abgänge. Also es ist eine ganz geerdete Sache da in Spielberg, was es für mich wieder sehr, sehr sympathisch macht. Ja, und es gibt ja auch hier in Spielberg, weißt du das eigentlich? Ja, und es gibt auch Steven Spielberg. Das gibt's auch, aber es gibt auch im Vogelsberg ein Spielberg, das ist eigentlich der BSC Spielberg. Und gegen die habe ich immer mit der Frauenmannschaft gespielt. Okay. Ja, also ja. Spielberg an und für sich ist für mich kein Sag mir bloß nicht, dass das der Angstgegner war und ihr immer verloren habt. Nein, dort haben wir sogar den ersten Sieg damals überhaupt gemacht. An meinem 40. Geburtstag haben wir da 4:0 gewonnen. Okay, dann machen wir das heute auch so. Also mit dem 4:0 wird nichts mehr, aber dann werden wir heute auch unseren ersten Sieg gegen Steven Spielberg einfahren. Steven Spielberg, ja, jetzt haben wir den Ball geholt. Der pfeift. Das ist übrigens nicht meine Copyrights mit Steven Spielberg. Das hat ein User aus dem Transfermarkt.de Kickers Forum geschrieben. Okay. Hat da so eine kleine Analogie ausgemacht zwischen Steven Spielberg und ja, hat dann die ganzen großen Hollywood-Klassiker aufgezählt. Aber gut, hier Hollywood, das lässt hier noch grüßen, ist nicht zu sehen. Aber jetzt Pindol, der zieht dann doch mal ein bisschen in die Mitte rein. Rechts rausgelegt, naja, dann muss er ein bisschen verzögern. Der Röser, aber jetzt saust dort Sascha Korb rein, chippt über den ersten. Jetzt hat er das Spielgerät kontrolliert, muss den allerdings den Haken schlagen und dann ist er weg. Ja, und dann noch nicht einmal Ecke wird es, doch, oder? Einwurf wird es nur geben, ja, hat er noch weggegrätscht. Also, das zeigt, wir sind nicht wirklich richtig gut im Spiel nach knapp 25 gespielten Minuten. Und so kann man eines festhalten, denn wir sind ja Optimisten, es kann nur besser werden. Das natürlich, das glauben wir auch permanent dran. Jetzt kommt erst einmal der Einwurf von Korb und er kann weit werfen, aber Müller kann nicht verlängern. Röser schießt ihn an, nein, den hat er dahin gekriegt, wo es uns allen wehtut. Das war nicht Hand, das war ein anderes Körperteil. Da hat er Sackerl hingehalten, möchte ich mal sagen, die Nummer 13 ist. Er liegt auch da, jetzt muss er mal rausspielen, Alexander Schoch, weil das tut sehr, sehr weh. Also da wünschen wir dem Sportskameraden Alexander Schoch, dass er, schnell wieder aufstehen kann. Und der Freundin von ihm oder der Frau wünschen wir es natürlich auch. Was, dass er wieder aufsteht? Ja. Wen meinst du jetzt, ihn oder ihn? Ich meine, wenn der Bursche jetzt hier nicht aufsteht, dann hat die Freundin auch keinen Spaß mehr. Das stimmt so. Also der ging voll ins Geläut. Und ganz ehrlich, selbst wenn da irgendwo in der Nähe eine Hand war, die vielleicht gestriffen wurde, das war ein Volleyschuss aus 2 Metern, da kann man also weder von Absicht noch von sonst irgendwas sprechen. Und die muss ja nun mal vorhanden sein. Es muss ja die Absicht erkennbar sein, sich irgendeinen Vorteil zu verschaffen. Also Spiel ist unterbrochen. Das sage ich nochmal. Die GVO, die Gasversorgung Offenbach, ja, die gibt immer Vollgas für den OFC und auch für das OFC-Fanradio. Und sie will heute wissen, wer beim Fanradio-Team ist denn der Spielstandsverwalter? Also den dürfen wir jetzt zum Beispiel nicht einwechseln an der Kamera. Ja, denn dann hätten wir schlechte Karten, denn der fängt nie ein Tor ein. Wer ist das? Ja, und einen kleinen Tipp haben wir auch schon gegeben. Unsere Website verrät mehr. So ist es. Ich kann jetzt noch mal sagen, er sitzt jetzt zum Beispiel zu meiner Linken. Aber das weiß jetzt ja keiner, wer da sitzt. Nee. Aber wer zum Beispiel mal sehen will, wie schön der Mann ist, der hier immer spricht, nämlich Lutz Kammermeier, der kann jetzt auf seinen Schirm schauen. Da ist er in seiner ganzen Pracht. Also ich bin der da so steht und so guckt in die Ferne. In der Althul. Du bist der Althul mit der Sonnenbrille und ich bin der in die Ferne schaut, hinter den Bergen, wo der Mond die Sonne küsst und Winnetou. In Zwergen, oder? Ja, wo Winnetou seinen Blutsbruder trifft. Ja. Da bin ich. Und Eckes hat den Ball, den weiten Schlag hinten von den Spielbergern. Der Ball wurde ja ausgespielt wegen der Behandlung. Jetzt haben wir ihn wieder in Person von Klaus Jasula in der eigenen Hälfte auf Theo gespielt. Linke Position, muss zurück auf Franke. Den Ball geben, dann quer auf Gebers. Läuft durch die Abwehr und Gebers geht auf die rechte Seite.
Mal gucken, wen will er da anspielen. Niemand. Und Spielberg hat den Ball abgefangen. Ja, dieser erste Durchgang, er gefällt mir gar nicht. Wo Spielberg sich jetzt dreht, den Ball wieder hinten rum auf. Aufbauen möchte. Querspiel auf Müller, der jetzt einmal schnell nach vorne geht. Der hat ihn angeschossen. Den Benny Pindol und Dobros hat den Ball erobert. An der Mittellinie zurück auf Franke. Erst einmal gespielt. Neuaufbau OFC. Und jetzt kommt Gebers. Zentral muss aber schon wieder abdrehen, weil er sofort gedoppelt wird da hinten von Schäfer und Benz waren es, die ihm den Raum dazu gestellt haben. Ja, das machen sie halt wirklich sehr, sehr geschickt, immer da, wo der Ball ist. Rennen sofort 1-2 hin, versuchen die Passwege und die Laufwege zuzustellen. Also da muss es schnell gehen und genau gehen. So wie jetzt Benny Pindol, aber da war er schneller, der Müller. Bevor der andere Müller, unser Müller, an den Ball kommen konnte, hat der Stefan Müller eben den Ball abgeluchst. Und jetzt haben wir ihn aber wieder in Person von Theo und Dobros. Benny Doppelpass mit Dobros, der zieht jetzt mal in die Mitte. Jetzt ist er 35 Meter zentral zum Tor. Da hat aber niemand, den er anspielen kann. Immer noch allein gegen alle, will ihn rausspielen auf Benny Pindol. Also, geht aber nicht. Man hat fast so den Eindruck, wenn die Offenbacher am Ball sind, dann warten sie so lange, bis die Spielberger kommen. Sie rufen sie förmlich herbei. Hallo Jungs, ja, hallo. Wer nimmt mir denn mal den Ball ab? Ich laufe noch 2 Minuten, da mögen doch mal ein paar Spielberger kommen. Nein, sie machen es auch gut von ihren Verschiebungen da. Sie haben da ja fast eine Fünferkette vor ihrer Viererkette aufgebaut. Ganz vorne im Moment ist nur der Manuel Hasel, der Torschütze, der sich da ein bisschen rumtreibt. Der Rest verschiebt halt sehr, sehr gut mit diesen 2 Linien, da möchte ich sie nennen. Ja, und so wird der Franke gezwungen zurückzuspielen zu Daniel Endres. Also die Spielberger, die hier sind, die da drüben stehen, das sind jetzt locker so 60, 70 mit den Sitzplatz-Hools, sind so viele. Und die haben, glaube ich, Spaß jetzt. Cool sind das. Ja, ich nenne sie so. Oh, jetzt kommen die Offenbacher über die rechte Seite. Blecki erstmal rausgelegt. Dann kommt die Flanke dort aber wieder. Ja, halb hoch, direkt in die Fänge der Innenverteidigung. Die sagen, vielen Dank, Freunde. Das habt ihr gut gemacht. Aber jetzt auf den nochmal. Ah, das ist vielleicht ein bisschen schlauer, allerdings im Rücken in der Abwehr. Oh, Pindol, der hat ihn sich zu weit vorgelegt. Und dann war er wieder weg. Und jetzt müssen wir aufpassen. Da kommen sie mit dem Konter. Schnell mit dem weiten Ball überbrückt. Und immer noch, jetzt wartet er, bis einer nachrückt. Aber gut, die Offenbacher erstmal Herr der Lage auf Höhe der Mittellinie. Geht es jetzt wieder andersrum. Rechts raus und dann muss er kommen auf der Linie entlang. Jetzt sieht das gut aus. Also Pindol in die Mitte reinspielen. Naja, dann 10 Yards Raumgewinn. Eckball, ja. Eckball, immerhin Eckball. Gott sei Dank. Wenigstens etwas Zählbares. Ja, da können wir vielleicht aus einem Standard was machen. Weil wenn es so ein bisschen vernagelt und verhagelt ist, vielleicht rutscht uns da ja mal eine Ecke schön ab auf den Kopf oder aufs Füßchen. Drücken wir das Däumchen auf jeden Fall. Benny Pindol von der rechten Seite. Mit rechts dreht er den Ball weg vom Tor. Und es tummeln sich da alle. Der Mühe, der Gebers, der Frank. Babbelin Rasula. Und er kommt auf Röser zu kurz. Der Nachschuss kann nicht kommen, weil Theo ihn erst einmal zurückspielen muss. Er wäre ja auch auf seinem rechten Fuß gewesen. Da ist Sascha Korb genau auf dem Mittelpunkt. Passt raus auf die linke Seite. Was? Abseits. Fahndal hoch. Das soll. Ja, der gäbe es im Abseits gewesen sein. Ja, kann man vielleicht auch anders sehen. Aber gut. Soll uns recht sein. 0-1 steht's. Die Spielberger haben das klasse gemacht, hatten erst eine Großchance und dann haben sie nachgelegt. Warte mal. Ja, der Lars sagt's. Sie hatten erst einmal die erste riesige, fette Chance im Spiel. Da hat er sich Eckes ein bisschen verletzt. Danach sind wir irgendwie nie mehr so richtig. Haben wir keinen Zugriff mehr bekommen. Jetzt auch wieder. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Der Mühe, er rackert sich da ab, aber immer irgendwie ein Fuß dazwischen. Und jetzt kommen sie wieder und das machen sie immer wieder gefährlich da über Jan Malsam auf der rechten Seite. Der hat schon den einen oder anderen guten Ball gemacht und jetzt ein schönes Dribbling. Über rechts kommen sie in den Strafraum. Passt mir auf da. Jetzt fällt er hin, aber der Schiedsrichter nicht drauf rein. Also da hat der Bursche da wirklich eine Schwalbe gemacht. Ja, ja. Oh, Donnerschlag. Also am besten hätte es noch angesagt. Achtung, ich brauche die Haltungsnoten. Was will er jetzt vom Liri? Ich glaube Alexander Schott. Jetzt will er doch was raus. Also lieber Sportskamerad, hey, ihr führt ja hier zu Recht. Auch 1-0 ist ja alles in Ordnung. Aber das war eine Schwalbe. Also die kam im Herbst und nicht im Früher. Nein, also das ist wirklich, es war zu leicht zu erkennen. Jetzt er flatterte dann noch anschließend übers Stadiondach. Er wollte noch einen kleinen Umweg nehmen. Erst einmal. Eieiei, Jasula, schlampig gemacht. Der OFC kommt nicht ins Spiel. Schlechter Pass dort direkt in die Fänge der Blauen. Die müssen hier gar nicht so viel aufwenden. Nein. Die spielen einfach ganz kerzengerade ihren Ball. Kicken ihn irgendwie runter, das sieht auch nicht alles super. Unsere rackern aus. Und tun und machen, aber sie beißen sich die Zähne aus. Ja. Und die Blauen, die spielen ganz, ganz sauber ihren Stiefel runter. Ja, ist so. Aber das, wie gesagt, das sieht auch nicht immer aus wie der ganz große Fußball. Nein. Aber es ist sehr effektiv. Und jetzt kommt erst einmal Röser. Aber ja, das ist einfach zu viel und zu eng. Haben wir einen Eckball.
Wollen Sie den Ball immer reintragen und immer auf den nächsten Gegenspieler zu und noch einen Schritt, bis er dann endlich weg ist. Ja. Aber jetzt gibt's Eckball Nummer 2, Lutz. Und jetzt und Martin Röser. Babbeln wir rein. Und woran hat's gelegen? Wir beide haben unsere Empfänglichkeit nicht angezeigt. Aber jetzt sind wir empfänglich. Absolut. Willst du ihn reinbabbeln oder ich? Mach du's. Also dann babbel ich ihn rein. Jetzt können Sie selbst wählen. Tor Nummer 1 für den OFC. Eckball Röser, da kommt er reingeflogen. Hoch auf den Elfmeterpunkt. Kopfball erst einmal abgewehrt. Naja, immer noch Getümmel. Die Spielberger können nicht klären. Theo kommt jetzt über die linke Seite auf Jasula gelegt. Er könnte vielleicht noch ein bisschen gehen, aber naja, jetzt legt er sich erstmal auf den rechten Schlappen. Dann kommt er rein. Pindol angenommen. Eieiei. Und was wir vorhin gesagt haben, das gilt auch jetzt. Zu kompliziert, zu kompliziert. Aber der OFC, jetzt babbel du es rein. Auch Dobros hat ihn immer noch am Strafraum durchgesteckt. Nein, aber zu sehr. Mühe konnte den Ball nicht verarbeiten. Der Ball rollt durch auf den Fuß von Matthias Moritz. Er hat keine Mühe, nimmt ihn auf und wirft ihn ab auf die linke Abwehrseite. Da geht sofort der Röser drauf. Ja, wir lassen ihnen auch da viel zu viel Platz. Das ist so, das haben wir oft gehört. Wir haben ihnen zu viel Platz gelassen. Wir hatten da keinen zu genauen Zugriff. Und das ist heute in der ersten Halbzeit schon so. Der Gegner hat es einmal genutzt. Wieder ein Fehlpass im Aufbau von Theo. Und sie kommen mit schnellen Schritten. Da haben wir Glück gehabt, dass da Sascha Korb aufgepasst hatte. Sonst wären sie vielleicht wieder durchgekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Benny Pintol halb links, ganz links rausgespielt auf Dobros. Der guckt erst einmal. Ja, er sieht sich zwei, drei Spielbergern gegenüber. Muss zurück auf Theo spielen. Weiß auch keinen wirklichen Anspielstation. Richtig umringt ist er da von den Blauen. Und Jasula chippt ihn schön raus. Zurück auf Theo. Theo, hol ihn dir, kriegst du nicht. Nein, da war der Ball zu nass. Ja. Eieiei, da kommt noch was auf uns zu. Ja, das wird ein harter Gang. Ja, das wird ein harter Gang. Ja, jetzt der OFC wieder im Ballbesitz. Also sie versuchen schon hier deutlich Druck zu machen und sie sind auch engagiert, aber es ist einfach zu kompliziert, was sie da verhackstücken. Jetzt kommt der OFC auch wieder über die rechte Seite, vorne reingelegt, auf Schwarz, abgelegt, da kommt er nicht ran. Oder jetzt vielleicht, ja, versucht das mit dem Seitfallzieher, aber das zeigt alles, das ist viel Stückwerk hier. Müller war das, aber am Ende gar kein Problem. Nee. Und so bleibt es beim 1:0. Nein, der fliegt Richtung Blecki, der hätten zwar schön Volley nehmen können, hat er auch, aber er stand im Abseits und der Ball selber wurde auch noch gehalten von Matthias Moritz, also am Ende überhaupt keine Gefahr. Nach hier 34 Minuten 0:1, Hasel, der Torschütze nach 12 Minuten. Somit haben sie einen zweiten Torschützen in dieser Saison. Er hat das fünfte Tor geschossen für Spielberg. Die anderen vier davor gingen ja aufs Konto von Marius Schäfer, die Nummer 9. Da gibt es erst einmal einen Offensivfoul. Wieder an Benny Pintol, der wird gerne mal Volley genommen. Ja, das hat sich durchgesprochen bis an alle Ecken der Republik, zumindest der Republik, die in der Südwestliga spielen. Also die GVO, die sucht ja immer noch den Spielstandsverwalter der in den Reihen des UFC-Fanradio-Teams. Und die Gabriele Gies, die ist sich sicher, sie hat ihn, Peter Dietz. Ist das der Spielstandsverwalter? Nein. Gabi, schöne Grüße, auch schöne Grüße an die Elli, auch von der Elli, aber der ist es nett. Aber wir könnten noch einen Tipp geben, ja. Sie ist schon ziemlich nah dran. Ja, aber nah dran ist nicht dicht dabei oder so, wie heißt das, oder knapp daneben ist auch vorbei. Ja, aber ja. Ja. Erstmal die Sonne mal so richtig raus, die purzelt jetzt mal, als ob sie den OFC auch anfeuern wollte, wie es die Zuschauer hier schon sehen, wie wir es auch schon feststellen. Also hier muss irgendwie, doch irgendwie etwas anders werden und so hat sich jetzt die Sonne eingeschaltet und das Flutlicht übrigens auch. Herr Dr. Kistner, ich werde jetzt auch hier das Regiment übernehmen und ein wenig das Spiel hier kommentieren. Ja, also es ist kommt schnell wieder her. So, wo hat der, kam denn der wieder her? Er hat sich hier weggedrängt, du. Er hat nur das Stichwort gehört, es muss Veränderung her. Und da war er da. Gut, ist ja wie bei Jürgen Klopp, ein großer Kopf muss gehen. Und da war es halt kein großer, sondern mein Dickkopf, der gehen sollte. So ist das. Ja. Dobros jetzt erst einmal hier auf der Seitenlinie unterwegs, auf Müller reingeschlagen, Ball nicht richtig kontrolliert. Und die Spielberger, ja. Also sie können das hier fast im Schongang machen, denn das kämpferische Element ist eindeutig beim OFC. Ja, ist so. Also wir arbeiten uns hier schon einen ab, aber das ist irgendwie unglaublich schwer. Sie machen, klar, braucht Spielberg für das, was sie hier machen. Das sieht jetzt natürlich erst einmal nicht aus, als wenn das ein Riesenaufwand wäre, aber die verschieben schon die ganze Zeit hier wie die Löwen. Die machen permanent die Räume hier eng mit ihrer Kette hinten klar und davor halt auch. Jetzt gucken wir mal, kriegt Röser den? Nein, den kriegt er nicht mehr. Und dann ist halt, wenn wir die Möglichkeit haben, ist halt der Pass so ungenau, ein bisschen zu weit oder die Flanke kommt nicht richtig. Also da haben wir noch reichlich Potenzial in der Feinjustierung. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass unsere Jungs hier völlig von der Rolle irgendeinen dahin kicken. Aber irgendwie, es läuft nicht so rund wie sonst. Also heute müssen wir uns das Ding richtig, richtig erarbeiten. Ich bin nach wie vor guter Dinge, aber es wird ein harter Gang. Ja, Christian, das habe ich vorher schon gewusst.
Christian S., der ist mit in der Lostrommel in der GVO-Gewinnspielfrage, hat er die richtige Antwort gemacht und er hat die Chance auf 2 Haupttribünenkarten zum nächsten Heimspiel. Da würden wir uns hier sehen, denn das ist immer hier so ganz in unserer Nähe. Ja, das Spiel ist unterbrochen, da liegt ein Offenbacher, was ist da? Boah, irgendwie ein Zweikampf, ist das wieder Benni? Nee, Benni steht da vorne. Gelbe Schuhe? Haben viele, nee, Klaus Jasula ist das. Hat den Helm abgezogen. Ach so, hat den Helm abgezogen. So erkennen wir ihn gar nicht. Das ist richtig. Wer ist denn das? Der hat wahrscheinlich einen abbekommen, trotz Helm. Du. Jetzt muss ich gar nicht, dass den Helm auch abziehen kann. Ich dachte, der wäre verwachsen mittlerweile. Der wäre verwachsen mit den Haaren, ja. Das ist so. Wenn er den abzieht, zieht er sich die Kopfhaut ab. So haben wir auch gedacht. Wie in so einem Horrorfilm. Ziemlich ruhig hier geworden. Die Zuschauer merken schon, das ist heute alles ein bisschen anders hier. Ja. Alles ist anders. Diese Aufsteiger sind ja extrem schwer zu spielen. Haben wir ja letztes Jahr mit Pirmasens da in der Tat gesehen. Natürlich. Es ist eine eingespielte Mannschaft. Wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendeine Truppe, wo sie 5 Halbblinde behalten haben, haben 5 Superstars dazugeholt, die sich erst finden müssen, sondern das ist eine eingespielte Mannschaft, die hinten noch einen sehr sinnigen, sehr, sehr erfahrenen, guten Verteidiger dazugeholt haben. Also das alles schon macht Sinn und Verstand und eingespielt sein ist schon unglaublich viel wert. Sind wir zwar auch, aber wie gesagt, sie machen es bisher sehr, sehr gut. Ja. Sehr einfach, aber gut. Aber den größten Anteil, das muss man ganz klar sagen, hat der OFC an der Führung der Spielberger. Denn da waren sie hinten wieder im Tiefschlaf, als da zugestochen wurde. Jetzt das Spiel erneut unterbrochen hier. Wir kriegen heute auch wenig E-Mails, ich weiß gar nicht. Heute ist alles ein bisschen wie gelähmt. Schockstarre. Schockstarre. Ihr Lieben, kommt aus eurer Schockstarre. Da unten wird hier, die habe ich jetzt doch eine. Liebe Ziefer Zofol, wir wünschen dir zum 20. Geburtstag alles Liebe. Es grüßen dich von Herzen Silvia, Rainer und Janina. Ein großes Dank an das Fanradio-Team. Ihr seid der OFC. Silvia Krim aus Hainbusch. Ja, Grüße zurück. Da drüben die 23. Das ist auch ein lustiger Kerl. Der Thomas Can, der linke Verteidiger da. Der hat als Vorbild angegeben auf der Homepage von Spielberg Ronaldo der Dicke. Der Dicke, also der Brasilianer. Der meint mich. Nein. Ja, du wirst ja Ronaldinho genannt oder genau. Kissnerinho. Ja. So, also, wenn ihr weiter Fanradio hören wollt, dann seht zu, dass ihr das hinkriegt. Ihr habt es in der Hand, 40 Euro oder 2x 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann können wir weitermachen. Oh ja, erneut Spielunterbrechung, Freistoß für Spielberg wird es geben. Alle Koordinaten sind jetzt gerade eingeblendet oder auch auf unserer Website jederzeit abrufbar. Und am 5. November, da laden wir euch ein, da gibt es eine schöne Fanradio-Unterstützer-Gala. Und da haben wir uns viel, viel Mühe gemacht. Da freuen wir uns richtig auf euch. Alle sind eingeladen worden. Die, die noch keine Einladung bekommen haben und Fanradio-Unterstützer sind, unbedingt die E-Mail-Adresse schicken, sodass wir euch noch einladen können. Jetzt geht's weiter mit Spielberg und mit Lutz Kammermeier. Ja, mit dem Freistoß. Oh, den treten sie sehr, sehr kurz. Röser erst einmal rausgeschlagen, den Ball da von der Strafraumlinie nach außen. Dobros im Zweikampfball rollt aber ins Seitenaus. Einwurf für Spielberg, Höhe von unserem Strafraum von der rechten Seite das Ganze. Der am weitesten entfernte Spieler will ihn, glaube ich, einwerfen. Ihr spielt doch nicht jetzt schon auf Zeit, oder? Florian Kappler. Oder kann der vielleicht weit werfen? Das kann natürlich auch sein, dass er ein Einwurfspezialist ist. Nee, den hätte also auch ein E-Jugendlicher geworfen über den kurzen Meter. Und weggerotzt der Ball erst einmal von Dobros Richtung Müller. Aber Niemeyer war dazwischen und jetzt können wir mal gucken, Gebers. Spielt den Ball hoch und weit, aber das ist auch, ja, Mühe kann den verlängern, aber bitte auf wen? Da ist halt eben nur eben angesprochen der Thomas Can und der spielt den Ball erst einmal easy zu seinem Torwart zurück. Das ist schwierig, was soll der Mühe machen? Der kann da vorne den Ball verlängern, aber bitte auf wen, auf wen, auf wen? Alles ein wenig strukturiert im Moment. Also den ersten Pfiffen hier von der Tribüne wird hier OFC entgegnet. Ja. Und das sind die Fans, die haben natürlich gemerkt, dass es heute eine besondere Unterstützung braucht, weil manchmal ist es eben so, da läuft es nicht von alleine. Nein, natürlich. Also wer sind wir denn, dass wir hier glauben, dass wir 34 Spiele in der Regionalliga oder in welcher Liga, selbst wenn wir in der B-Klasse spielen würden, hätten wir irgendwelche Spiele, wo wir uns einen abbeißen. Also ich erwarte 36 nicht. Siege in 34 Spielen. Natürlich, ja. Natürlich. Darf ich wohl erwarten als auf dem OFC? Darf man natürlich erwarten. Aber das muss ich erwarten können. Muss man erwarten können, das ist klar. Ja. Oh, aufgepasst. Oh, jetzt trippelt er noch der Torwart von Spielberg. Der hat ja Nerven. Der will sich jetzt auch auszeichnen. Aber jetzt der OFC vielleicht dann. Ja, im Vorwärtsgang halb rechts, aber ein bisschen zu weit vorgelegt. Na, Röser rausgelegt. Jetzt kommt die Flanke, aber nicht. Kommt sie, nein. An der Bobbes. Und da geht er ins rechte Seite aus. Aber jetzt wird es zumindest mal hier ein bisschen laut und hell, weil die Sonne hier auch richtig scheint. Und dann sollte der Ball reingeworfen werden. Ja, aber ja, guck dir an, das wird nicht mal reingeworfen. Ja, hallo. Ja, der Sascha, jetzt. Der kann es ja eigentlich, Benni, verlängern. Kriegt er den nochmal zur Flanke, der Sascha, geht am ersten Villa vorbeigehen an Can, ist da mit dem im Zweikampf, gewurschtelt gemacht. Weg ist er. Eieieiei, es läuft nicht. Hier und hörst du den Fanblock, den Spielberger? Ja, tatsächlich, das sind die Spielberger. Hörst du richtig was? Also den Bus haben sie tatsächlich voll bekommen. Absolut.
Also haben sind, Wort gehalten, ein Fanboss ist da, 50 zwei, Mann, 60. Ja, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Ja, Lutz zählt sie handvoll. 60, 70 gut. Also da haben wir schon Teams gehabt, die wesentlich weniger. Renommierte, sogenannte renommierte Vereine, die hier deutlich weniger hatten. Ja. Also der SC Freiburg zum Beispiel kam mit minus 10. Also 0, aber noch nicht einmal die 10 Spielerfrauen waren dabei. Nee, die waren alle auch weg. Und das ist dann minus 10. Die waren shoppen in Frankfurt, glaube ich. Ja, die waren shoppen in Frankfurt. Ja. So, jetzt also der OFC versucht es nochmal auf Höhe der Mittellinie über links Theo, ja, im Verbund mit Dobros, wieder Theo, dann ganz zurückgespielt. Ja, wir haben ja Zeit, Lutz, oder? Viel wir Zeit. Haben alle Zeit der Welt. Also man muss auch gucken, dass man die Tordifferenz beachtet. Ja, eine 2- oder 3-0-Niederlage würde uns da zurückwerfen. Du weißt, wir spielen jetzt auf Halden. Ja, klar. Da können wir ja auch denjenigen einwechseln, der ja, gesucht wird. Nein, hör auf mit sowas. Jetzt kommt der Spielberg wieder, der Ball rüber, gechippt, kriegt er den, er rennt, er wetzt, er kriegt ihn nicht. Der Jan Malsam war das. Zum Glück. Zum Glück war auch der Pass etwas ungenau. Ja, also... Sie machen es einfach, aber sie machen es gut, die Spielberger. Das Schlimme ist nur, dass sie es ganz einfach machen können, so wie sie das machen. Ja, der Pass war auch wieder ungenau. Ja, das sagt er, da musst du hingehen. Susanne Niemeyer aus Bremen schreibt, ihr müsst einfach viel empfänglicher werden, Lutz und Lars. Dann klappt das bestimmt auch. Gruß an alle Rot-Weißen, besonders an Peter und Katja aus der verbotenen Stadt von Susanne aus Bremen, hiermit ausgerichtet. Ja, Peter Ries, der ist mit in der Lostrommel, der weiß, die GVO-Gewinnspielfrage zu beantworten. Und jetzt kommt der OFC über rechts. Da wollen wir schauen. Da waren wir zwar schon sehr, sehr oft, bislang hat es nichts gebracht, aber jetzt kommt er dann doch reingeflogen. Erst einmal soll er verlängert werden von Müller mit dem Kopf und dann ist er weg. Da kam ja, Theo niemals ran. Jasula ja, hat den Ball zurückerobert, dann zurückgespielt von Gebers auf Franke. Und jetzt sollte man vielleicht kurz vor der Halbzeit zu einem psychologisch so wichtigen Zeitpunkt doch noch einen Ausgleich machen. Ja, und wenn man das nicht schafft, dann sollte man vielleicht in der 89. und 90. zwei Tore schießen. Das sind auch psychologisch wichtige Zeitpunkte. Ei, Malsam war es. Zum Glück hat Theo da aufgepasst und hat den Ball ihm da doch noch stibitzen können, nur bevor der da am Ende so halb aufs Eckestor alleine zulaufen kann. Und Franke versucht aufzubauen mit Jasula, der auf der Mittellinie Fehlpass im Aufbau. Und damit machen wir sie stark und stärker, auch wenn wir den Ball jetzt wieder zurückgeholt haben. Es ist fahrig, ein fahriges Spiel. Ganz klaren Aktionen und Spielzüge fehlen uns heute ein wenig. Sehr, sehr viel Stückwerk, wie man so schön sagt. Ja, jetzt gibt es einen Einwurf, weiß auch nicht. Also Mühe war wohl am Ball, wird über den Haufen gerannt. Es gibt Einwurf für uns, also irgendeine Ballberührung hat er da gesehen. Von dem Mühe, der Spielberger von Stefan Müller mit der Nummer 5. Also jedenfalls Einwurf und Theo wird einwerfen von der linken Seite. Ja, er kann das ja. Da wollen wir mal gucken, dass er wirklich reit wirft. Aber dann kommt ihm Röse entgegen, der nimmt ihm das Bällchen ab. Der zieht jetzt auch ein bisschen rein, dann zieht er ab, aber dann doch 4 Meter links am Tor vorbei. Ja, der Peter Neuer, der schreibt nicht ganz wirklich ernst gemeint, also ein bisschen mit einem Augenzwinkern, grottenschlecht. Ich bin sehr unzufrieden. Heute Abend muss noch Straftraining für die Jungs angesetzt werden und irgendjemand muss gefeuert werden. Am besten Herr Reich-Ranitzky. Grüße von Peter aus Hadamar zu fordern. Eine Frechheit. Aber das mit dem Straftraining, wenn dann nachts um 3:30 oder so. Ja, also zur Not. So Straftraining 3:30, kein Mensch weiß warum, aber ich finde es immer gut, dieser Aktionismus dann so. Wenn du anfängst, einen Aktionismus zu verfallen, kannst du im Grunde auch aufhören. Das ist so. Straftraining 3:30, da kannst du die Saison auch für beendet erklären. Jedenfalls wird es keinen Riesenbeifall geben in ein paar Sekunden, wenn hier nämlich zur Halbzeit gepfiffen wird. Ich muss nachgeben. Ich weiß nicht, ob er was hochgezeigt hat, aber der Eckes, das waren locker 3-4 Minuten, die der Eckes da behandelt werden musste. Also die ersten 8 Minuten waren im Grunde genommen hier nur eine Riesenchance von Spielberg und die Verletzungspause von Eckes. Jetzt gibt es einen Einwurf für den OFC. Ich weiß nicht, warum da jetzt der ganze Block so extrem not amused ist, aber sie sind es. Das steht fest. So, jetzt gibt es Einwurf direkt vor der Waldemar-Klein-Tribüne. Da wird ja Unmut zum Ausdruck gebracht. Die haben es auch besser gesehen als wir von der Seite, aber das alles bringt hier gar nichts. Offenbar einfach nicht wirklich richtig im Tritt. Spielberger schon wieder zurück am Spielgerät. Ja, und die tun das Nötigste und das reicht ganz offensichtlich, weil sich der OFC einfach sehr, sehr schwer tut. Gebers jetzt in der eigenen Hälfte, versucht es mit dem Crosspass rüber auf Jasula, mit der Brust angenommen. Schön, links wäre Theo frei. Ei, schlampig gemacht, meine Herren! Jasula! Also, ich weiß nicht, was ist mit dem Jungen? Ich weiß es nicht, aber ist ja nicht nur Jasula. Aufgepasst, da kommen sie zu zweit, da ist er am 16er, da zieht er ab und da ist aber noch einmal die Hüfte von Franke dazwischen. Jetzt kommt Eckes, meine Güte, der Hasel und der Malsam, die zwei alleine, wenn sie da am Laufen sind.
Oh, eieiei, das wird ein schweres, schweres Stück Arbeit. Pintol, naja, gut, Handspiel. Da hat er Glück gehabt, dass immer die Hand gegangen ist. Und schnell auszuführen, jetzt der Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Kein Raumgewinn, die Offenbacher spielen auf der Linie sozusagen entlang. Jetzt Theo, naja, der nimmt sich doch mal ein Herz, versucht nach vorne zu spielen. Röser, einfach nur vorne rein, da ist natürlich niemand, gar niemand. So, der Hartmut Rebbich, der hat die richtige Antwort, ist mit dabei. Und ja, dann habe ich hier noch einmal, das machen wir gleich, wenn hier zur Halbzeit gepfiffen ist. Und jetzt wird jetzt hier, was wird jetzt hier, der Schiedsrichter beschimpft oder was? Ja, mit diesem aber an Namen. Dem hat es nicht gelegen. Nein, also er wird beschimpft mit diesem Namen, der da in diesen Wettskandal verwickelt hat. Muss man schon an die eigene Nase fassen, denn Möglichkeiten haben wir ja und wir sind ja auch feldüberlegen, wie man das so schön sagt, aber das nützt uns doch gar nicht. Ja. So, jetzt der OFC wieder dort vorne vorm Strafraum, wieder rechts rausgelegt, alles geht dort über diese Seite, dann kommt er jetzt reingeflogen auf die Fünferkante, aber naja, vielleicht noch einmal jetzt, wollen wir schauen, ob Pintol... Ja, da reklamiert er. Der kriegt nochmal Freistoß. Also allerletzte Chance jetzt hier, da wir schon 2,5 Minuten über die Zeit sind in normal. Halbzeit Nummer 1. Und das wäre jetzt wirklich ein psychologisch so wichtiger Zeitpunkt. Der wäre extrem wichtig. Also dort sind wir empfänglich? Total empfänglich. Wie empfänglich sind wir? Extremst empfänglich. Ich bin empfänglich. Sowas von empfänglich. Also jetzt haben wir es oft genug gesagt. Okay, jetzt quatschen wir genau das Ding rein. Ich habe es zweimal probiert, jetzt bist du ran. Ja. Quatsch ihn rein, Lutz. Am Strafraum Eck der Freistoß. Drei Jungs, die sind da. Das ist der Röser. Ich glaube, der Dobros ist da und der Theo. Der Theo, der trollt sich, glaube ich, jetzt ein bisschen. Jetzt geht er wieder zurück. Mal sehen, ich glaube, der Röser wird das Ding flanken. Also wirklich fast genau oben von der, auf der rechten Seite von dem Strafraum. Eck hinten von der hintersten Kante. Dobros hat aber auch so ein bisschen entschlossene Anlaufsituation. Vielleicht rotzt er das Ding mit links drauf. Schauen wir mal, Röser oder Dobros. Einer wird ihn bringen. Dobros läuft an. Was machen die denn? Eieiei, sind die denn von Sinnen? So schlampig einen Freistoß herzugeben. Da sind sie gegen, also über die Füße gefallen. Beide. Also da habe ich wenig Verständnis. Ich bin schon wieder fast auf 180 wie letzte Woche. Also ich habe ja wirklich für alles Verständnis und natürlich ist das schwer und alles. Aber das sind so Sachen, einen Freistoß muss man reinbringen. Also von der Situation, entweder protze ich ihn richtig drauf oder ich schubbel ihn irgendwie rein. Aber das eben, dass Dobros über den Ball läuft so ein bisschen und Röser will ihn denn in Lauf spielen. Und dann kommt er aber so suboptimal, sage ich mal, dass die Spielberger einfach so einen Konter fahren können. Das darf so eigentlich nicht sein, weil dem Dobros war der Schusskanal komplett zugestellt. Also der war geblockt, der Schussversuch. Ja, und im Konter hat Röser ein Foulspiel machen müssen, hat er es nochmal gelb. Ja, Halbzeit ist, Freunde. Tja, das war nix, Freunde. Und es kann nur besser werden. Wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. So, gleich wird es weitergehen hier auf Bibershöhen. Hier wird nochmal Fan-Animation betrieben. Der Stadionsprecher fordert auf, hier geht noch was, das wollen wir hoffen. Und deswegen haben wir auch wir beim Fanradio jetzt ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Haben erstmals etwas Unglaubliches getan. Bei Rückstand den Spielstandsverwalter eingewechselt an der Kamera. Lutz, das ist, ich habe mich genötigt gesehen, ich muss einfach was riskieren. Volles Risiko. Ah ja, du. Es musste was verändert werden, es muss eine Veränderung her. Das ist einfach so. So wie die erste Halbzeit kann es nicht weitergehen, darf es nicht weitergehen. Weil sonst würden wir hier ein ziemlich grottiges 0:2 sehen, wenn es einfach so weiterging wie in der ersten Halbzeit. Also müssen Veränderungen her. Die müssen bei uns hierher und ich hoffe mal sehr, dass sie da unten auf dem Feld stoßen den Bock um. Ja. Also, hallo Fanradio-Team, seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, als ob die Live-Übertragungen nur etwas für gute Nerven sind. Ja, das schreibt er mit rot-weißen Grüßen aus Michelstadt, der Manfred Pfahl. Ja, das ist wohl wahr. Und Peter schreibt rot-weiße Grüße aus Freigericht Bernbach. Wir haben heute Wochenend-Cap und an der Cap muss immer ein Kickersieg her. Wollen wir hoffen, dass er recht behält und wollen wir es ihm gerne dort rüber kommentieren. Der Peter Flegel, der hat die richtige Antwort im GVO-Gewissspiel. So, und jetzt geht's los. Hier ist immer wieder im Spiel und der OFC, der ist jetzt auch im Ball bis jetzt deutlich überlegen. Ein gutes Omen. Ja, Ball nach links rausgespielt und den Ball auch noch behalten. Also wir sind schon seit 8 Sekunden in Ballbesitz und der Mühe auf der linken Flügel ist er, will den Ball bringen. Erster Eckball. Das ging schnell. Also der Dritte. Das sieht doch schon mal gut aus. Der OFC, der ist zumindest jetzt absolut im Vorwärtsgang. Und das haben auch die Zuschauer gesehen. Hier muss was passieren. Das habe ich beim Fanradio erkannt. Habe jetzt hier etwas Riskantes, aber total Offensive gemacht. Also jetzt an der Kamera der Spielstandsverwalter. Aber der wird nicht verwalten. Wir werden das Ding machen. Und da ist es fast schon gewesen. Eieiei, irgendein Gewimmel. Da war auf einmal der Mühe völlig frei da aus 8 Metern etwa.
Und irgendwie hat er den total verrissen, weil der Ball hoppelt dann doch. Da kommt jetzt, werfen wir alle Phrasen hier rein und sagen, ganz andere Körpersprache. Der UFC absolut präsent. Ganz andere Spannung, das sind ganz andere Lösungen, die sie dort vorne im Strafraum finden. Die letzte Idee ist die beste und auf den zweiten Ball müssen wir gehen. Und das Gegenpressing muss stimmen. Ja, das ist das Pfeifen im Walde. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir reden sie jetzt stark. Ja, oder wir babbeln die Spielberger jetzt müde. Wieder der UFC jetzt mit dem Vorwärtsgang auf Höhe der Mittellinie, noch in der eigenen Hälfte. Wird es Einwurf geben? Theo, der wird den Einwurf werfen, oder? Mein Gott, direkt ins Tor. Aber das zählt ja nicht. Oh Mann, Leute. So ja. Lustig, wie wir das tun, ist uns gar nicht. Nein, uns ist gar nicht lustig. Aber je lustiger wir sind, desto unlustiger ist es auf dem Feld. So, jetzt kommt erst einmal schön über die linke Seite. Kriegt Theo den, also ein Laufduell. Da wird er gesperrt. Was passiert? Nix. Jetzt sind wir gespannt. Theo kriegt nichts raus. Der darf jetzt erstmal den Rasen neu planieren. Ja. Hat eine Furche gegraben. Aber er hätte gerne dort vorne etwas für sich verbuchen können. So geht's Abschlag von Matthias Moritz. So, der Thomas gerade schreibt, wir würden gerne unsere Kollegin Corinna grüßen, die wieder im Büro sitzt, obwohl sie lieber gerne auf dem Bash wäre. Natürlich läuft hier das Fanradio. Was eigentlich sonst? Thomas gerade. Kadi Hotz hat die richtige Antwort. Gruß Stefan Reiner und ist mit in der Lostrommel. Und so auch die Michaela Bürger. Grüß an Lars und Lutz. Euch grüßt das rot-weiße Kickers-Mädchen. Na, falsche Antwort. Peter Dietz hat sie geschrieben. Nein, Peter nicht. Peter war falsch. Sagen wir jetzt schon mal, wo es hier auf die Endphase zugeht. So, Freistoß OFC hinter der Mittellinie auf der linken Seite da hinten. 1-2 Meter hinter der Mittellinie. Theo, ja, ganz zurück auf Eckes. Jetzt verwalten wir das 0-1 mal oder locken wir die Spielberger aus ihrem Abwehrverbund. Das tun wir. 20 Meter sind sie aufgerückt. Da stehen jetzt Mitte ihrer Hälfte da hinten und über rechts kommt Gebers. Ja, da versucht den Ball zu bringen. Benny Pintol auf der rechten Seite. Sascha Korb in die Mitte gespielt. Fehler rausgeschlagen, der Ball. Das ist es halt immer vorne, der letzte Pass. Der kommt oft nicht genau genug. Und da kann Spielberg den Ball einfach rausspielen und sich damit Luft verschaffen. Ja, und jede Angriffsaktion, die verpufft, ist eine schlechte. Jetzt kommen sie wieder hier ihrerseits über die linke Seite. Versuchen sie es, aber aufgepasst hat Sascha Korb. Oh, der Ball ist wieder weg. Der Torschütze ist da am Ball auf der linken Seite. Spielt er gemeinsam mit Schoch. Und jetzt sind sie da zentral. Oh, da haben sie viel Platz. Die Spielberger kommen über halbrechte Verbindung. Jetzt schon am Strafraum. Erst noch einmal ja, zurechtgelegt. Immer noch ja, um den Kreis herum gespielt. Jetzt kommt er da vorne rein. Mensch, macht einer die Kugel weg. Ja, ja, Donnerschlag. Und dann ist er endgültig überm Tor. So, dann haben wir jetzt die Glücksfee da. Die löst das GVO-Gewinnspiel auf. Und das ist keine die, das ist ein er. Hallo, Alessandro. Hallo. So, du bist bald unser zukünftiger Praktikant und heute darfst du schon mal einen kleinen Vorgriff machen. Die GVO-Gewinnspielfrage lösen wir gleich auf und jetzt ziehen wir einen Gewinner. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 25. Die Nummer 8. Die Nummer 8 wird es werden, das schauen wir gleich, dass wir das entsprechend auflösen. Das macht der Alessandro dann. Ja. Der Lars, der sucht und der Eckes hat den Ball am Fuß, spielt ihn raus erst einmal auf Gebers in der rechten Verteidigerposition. 49 Minuten hier gespielt, 0-1, immer noch weiter Ball von Gebers auf Müller. Ja, der wird von hinten aber richtig abgewichst, da über den Haufen gerannt. Da gibt es einen Freistoß für den UFC aus schrägen 35 Meter. Jetzt habt ihr die Frage, dann macht's schnell. Ja. So, also die Glücksfee nochmal, der Alessandro, wer hat denn gewonnen? Der Peter Ries. Peter Ries hat gewonnen aus Neuss. Also herzlichen Glückwunsch. Adresse ist schon da, die geben wir weiter an die GVO. Jetzt gibt es aber Freistoß für den OFC. Und das zeigt, dass wir jetzt mit einem ganz anderen Gesicht hier rausgekommen sind. Da kommen da vorne reingeflogen. Ah, zwei Fäuste. Ja, da wurde noch ein bisschen getackelt. Der Torhüter Matthias Moritz. Ja, gut. Da muss ich natürlich schon behaupten dahin. Ja, es ist Jasula. Ich sehe einen Helm. Und wer ist der andere? Ja, Gebers ist es nicht. Der steht da, der Mühe müsste sein. Da hat er mal eben den Jasula in den Mühe. Das sind, glaube ich, 180 Kilo Lebendgewicht, die er da mal über den Haufen gerannt hat, der Matthias Moritz. Mit zwei Fäusten den Ball noch weg. Und da das Ganze im Torraum war und er da ja ein bisschen behindert wurde, gibt es jetzt auch noch einen Freistoß für ihn. Aber die stehen beide wieder, der Jasula und auch der Mühe. Und der Moritz ja sowieso, weil er hat sie ja ordentlich weggemacht da hinten. Ja, so ein Torwart, den juckt das nicht, was in seinem Fünfer ist. Da wird alles weggeputzt, so muss das sein. So.
schlägt den Ball weit, weit raus auf die rechte Seite der Mittellinie, kommt er runter auf den Fuß von Benny Pintol nur. Der hat jetzt ein bisschen Platz, bringt Jasula zentral, Röser ist schon im Strafraum, schiebt ihn der Fuß dazwischen von Moritz. Riesenparade, Riesenparade. Röser wollte ihn vorbeischieben und dann zuckt er wie von seinem Handballtorwart das linke Bein raus von Moritz und er lenkt den Ball am langen Pfosten vorbei zum jetzt vierten Eckball für den OFC. Aber was nutzt das alles? Vier Ecken, 100 Ecken. 1-0 steht's. Das nützt viel, denn nur wenn man vorne ist, kann man Tore machen und Lutz. Daumen, das kriegen wir noch hin. Röser jetzt beim Eckstoß, da hebt er die Hand und jetzt wird hier auch kräftig angefeuert. Da kommt er reingeflogen auf den ersten Pfosten. Ja, Gebers hält da das Köpfchen ganz, ganz tief auf Kniescheibenhöhe. Ja, also wir sind zumindest jetzt mehr am Brennen des Tores. Die ersten 6 Minuten, die hier gespielt sind, sind wir klar in der Hälfte von Spielberg. Haben sie in Not gebracht und auch der Matthias Moritz musste mehr tun als irgendwelche verschrumpften Flanken abfangen. Der war eben richtig gefordert und er hat das richtig gut bestanden da hinten. Mit dieser Parade. Die musste was ändern, Rico Schmidt musste was ändern. Wir beim Fanradio-Team haben was geändert, haben jetzt hier gewechselt an der Kamera. Insofern sollte das gleich werden. Und der Kai aus Bieber, der hat auch etwas geändert. Der hat auch etwas geändert. Er will nämlich kein Schwarzhörer mehr sein. Er wird zum Fanradio-Unterstützer. Jetzt erzähl's uns. Nein, also der Schiri also war ganz klar Sohle vom Spielberger. Das lässt er laufen. Und eben ein nichtiger Rempler, den pfeift er. Also jetzt weiß ich ja, warum die Jungs und Mädels drüben auf 2 so sickig sind, ja, weil das sind einfach so kleine, komische Sachen, die er da manchmal pfeift, ja. Und vorhin sagte einer in der Halbzeit, 2-mal absichtliches Handspiel, was er ja pfeift, muss normal mit Gelb geahndet werden, ist ja soweit richtig. Aber naja gut. Eben habe ich es mal gesehen, eben war ich auch nicht einverstanden, das muss ich sagen. Weil vorher klar Sohle drauf und danach der Rempler war gar nichts. Das war einfach nur Fußball, das eine lässt er laufen, das andere pfeift er und jetzt ist Spielberg bei uns am Strafraum. Ja, da sollten wir sie fernhalten, denn da waren sie schon 2-mal mindestens sehr, sehr gefährlich. Einmal davon zappelte das Bällchen dann anschließend auch im Netz. Das wollen wir nicht wiedersehen. Und der UFC, der hat ja hier auch schon wieder gut vorgelegt wie die Feuerwehr. Aber jetzt kommen sie erstmal, die Spielberger. Oh, die Huller weg aus dem Strafraum. Eieiei, da muss Röser noch mal ran. Immer noch ist die Kugel nicht endgültig aus der Gefahrenzone. Dann Dobros mit dem Kopfball. Aber nein, die Spielberger, sie bleiben am Spielgerät. Vorne reingelegt. Natürlich war er abseits. Natürlich war er abseits. Ja, gefühlte 7 Meter. Naja, war klar, er chippt ihn da direkt in die Mitte, er sollte kommen auf Marius Schäfer. Aber der war dann doch einen guten Meter, war er da noch im Abseits. Und somit noch eins. Zweite Ölung von der Spalterbank. Zweite Ölung von der Spalterbank, jetzt müssen wir es aber rein schlucken zur Not. Weil er beim Fuß hinten von Matthias Moritz den Ball rausspielt. Auf Niermaier ist das. Vorne und so weiter. Es ist einfach das Spiel, aber wenn wir da nicht aufpassen. Schnörkellos spielen die, schnörkellos. Ganz geradlinig spielen die ihren Stiefel durch. Und das reicht bis jetzt. Ja, genau weil uns solche Sachen passieren. Fehlpässe jetzt hier von Müller auf Röser, der kam nicht an. Ständig Stockfehler in der ersten Halbzeit. Und dennoch will ich unbedingt in der zweiten Halbzeit einen besseren OFC gesehen haben bis jetzt. Das bis jetzt ja. Nur wollen wir hoffen, dass es keinen Rückfall gibt. Ja, Geber ist erst einmal da hinten Zweikampfsieger nach vorne gespielt. Und der Fehlpass, vielleicht war das. Der Fehler, Dobros hat den Ball geholt, läuft dann erst einmal in Richtung Strafraum. Sauber gegrätscht, war gar nichts. Da braucht ihr nicht pfeifen. Kein Foul, auch wenn die Offenbacher hier protestieren. Das war nie und nimmer Foul. Da ist Dobros fast über die eigenen Füße gestolpert. Und jetzt kommen die Spielberger wieder vorne am Offenbacher Strafraum. Da muss Bleck immer dazwischen gehen. Naja, nee, immer noch. Jetzt aber dann endgültig geklärt. Aber langsam und behäbig. Was macht Theo? Will hinten rumspielen. Hatte doch die Möglichkeit gehabt, nach vorne zu schießen. Spiele ganz auf Eckes, als ob wir 4-0 führen würden. Ja, aber auch sehr, sehr gefährlich auch noch, weil es dreht. Jetzt aber Eckes, weiter Schlag. Aber da ist nur ein Spielberger Kopf. Auf Blecki der Ball abgetropft, der jetzt über die Mittellinie geht auf der linken Seite. Guckt da mal, wo ist die Anspielstation? Jetzt findet er es in Klaus Jasula, fast auf der Mittellinie, Mittelkreis. Ist jetzt Benny Pintol, der verlagern will, rechts raus. Und da ist Röser, wird sofort angegriffen, von Korb aber hinterlaufen. Röser versucht einen Strich im Strafraum zu ziehen. Jasula will mit der Hacke. Röser ist am Strafraum, steckt da noch einmal durch. Na, wieder ein Fuß dazwischen. Irgendwie haben sie immer einen Hacken, einen Schnürsenkel, einen Stollen dazwischen. Sie machen das gut und wir machen es manchmal vielleicht zu kompliziert noch, ich weiß es nicht. Aber was mir jetzt gefällt, das sind die Zuschauer da drüben auf der Waldemar-Kleintribüne. Die haben erkannt, dass das ganz dreckig, ganz eklig ist, um Rico Schmidt einmal zu zitieren. Übelst ist es hier gegen diese gradlinig einfach, aber effizient spielenden Spielberger hier am Biberer Berg. Na klar, die Erwartungshaltung, die ist klar. Natürlich musste so ein Ding gewinnen, aber dieses Muss, das ist kein Selbstläufer, das sehen wir hier. Und ja, jetzt muss irgendwie eine Initialzündung
bekommen. Wir haben bis jetzt alles dafür gegeben und ich denke, ja, jetzt wäre die Möglichkeit, aber da hat er wieder, wieso denn das? War wohl abseits. Aber wo denn? Ja. Das weiß nur er allein. Ja. Also, Lutzi, der nimmt erst nochmal einen Schluck. Da habe ich hier die Sebastian Schomburg. Viele Grüße aus Berlin. Ich hoffe, mein Vater Henning hat euch den Jahresbeitrag übergeben. Hat er gemacht. Vielen Dank dafür. Kann heute leider nicht im Stadion sein. In Berlin-Mitte ist er. Nachtschicht hat er. Streifendienst muss er übernehmen. Eieiei, vielen Dank für die tolle Reportage heute. Ich bin mir sicher, das klappt noch mit dem knappen Sieg. Ja, ja, da sind wir uns auch sicher. Aber da muss noch viel passieren. Ah, da muss noch sehr viel passieren. Ja, der Henning Schomburg hat vorhin für die 2 Tore in Pirmasens hat er 2 Jahresbeiträge gebracht. Vielen Dank dafür und schöne Grüße. Und jetzt presst erst einmal Benny Pintol da vorne, hat den Ball auch erobert, das hat er gut gemacht, der Benny. Aber Röser hat den Ball immer noch, kann die Flanke bringen, aber da ist keiner. Dobros im Laufduell, kann er den Ball noch holen, rausgeschlagen erst einmal, Einwurf. Aber wir sind dran da vorne, der Benny. Ja, wir sind dran und die Zuschauer, sie sind frenetisch, als ob wir 8-0 führen würden. Also die haben gemerkt, was jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes gespielt werden muss. Jetzt muss hier richtig aufgemacht werden, hier muss richtig Gas gegeben werden. Und am Kampf und der Leidenschaft hat es ja von Anfang an nicht gefehlt, aber es ist alles so kompliziert, was sie da spielen. Und das macht es natürlich den Spielberger mit ihrem einfachen, geradlinigen Spiel. Ja, spielt ihn in die Karten rein. Und sie führen ja auch immer noch 1-0. Aber Lutz, auch wenn es nicht so schön ist, wir müssen es jetzt irgendwie schön babbeln. Ja, aber ja, müssen wir nicht. Wir müssen irgendwie den Ausgleich erzwingen. Schöner als es ist, aber wir müssen jetzt einfach das Positive sehen. Ja, denn wir müssen den Ausgleich erzwingen, hier irgendwie reinschlagen. Spielbergs weiter Schlag nach vorne auf die linke Seite. Ball rutscht durch da auf Gebs, der hat ihn, spielt das da mal quer am Strafraum auf Franke. Angegriffen von den Spielbergern, Sascha Korb jetzt auf der rechten Seite. Guckt, wo bringt er hin? Weiter Schlag über die Mittellinie. Müller steigt hoch, aber wird wieder von hinten angegangen. Übrigens, Lutz, wir haben vorhin den Sieger gezogen, aber jetzt schauen wir erstmal der UFC. Ja, beim Einwurf hier auf der rechten Seite. Pintol wird das niedergemacht. Ja, wir haben einen Sieger gezogen im GVO-Gewinnspiel, aber wir haben gar nicht aufgelöst. Wer ist denn der Spielstandsverwalter gewesen bis heute? Normalerweise Yannick Dietz. Und bis jetzt tut er ja auch seinen Job gut, weil er verwaltet es ja hier. 6.010, wir haben jetzt gewonnen. Ziemlich. Ah ja, okay. Ganz klar, der Lars gewonnen. Also 6.010 Zuschauer ist okay. Freischuss Röser da, rechtes Halbfeld. Ja, ziemlich mittig vom Platz, ein bisschen nach rechts versetzt der Ball. Flanke wird kommen im Strafraum, wir drücken die Daumen, hoch geht's, rausgeköpft erst einmal, nächster Ball auch. Theo im Laufduell, Blecki, eieiei, da behindern sich gegenseitig. Gegenseitig über den Haufen, Blecki und Theo. Eieiei, der Kopfball, der geht zurück. Da ist er nochmal, der Grieche am Ball, zurückgespielt auf Sascha Korb, der jetzt hier, ja, in der Tat ein Libero abgibt, auf Eckes gespielt. Wird nicht mehr lang dauern, dann geht auch er in die Offensive. Absolut, alle nach vorne. Libero, Sascha und auch Eckes ist vorne Mittelstürmer. Jetzt haben wir erst einmal Blecki von der linken Seite. Flanke kommt rein, hoch, rausgeköpft wieder. Da schmeißen sie sich in alles rein, die Spielberger. Das machen sie aufopferungsvoll, das machen sie gut, das machen sie diszipliniert. Hoher Aufwand von Spielberger, aber sie schaffen es bisher, unser Spiel so weit wie möglich. Ja, ich will es nicht sagen, zerstören ist so ein böses Wort, zu neutralisieren und es zu verhindern. Ja, jetzt kommen wir über die linke Seite, Dobros einmal, zentral, Jasula, vielleicht einmal einen Fernschuss. Jetzt zieht ab, 2 Fäuste gehen hoch und halten den Ball von Moritz. Und immer noch der UFC auf der linken Seite, Blecki ist das, ein Haken, 2, Flanke kommt rein. Moritz fängt ihn ab, sehr, sehr sicher in seinem Torraum da. Der Matthias Moritz macht einen hervorragenden Eindruck da. Jetzt kommt Steven von der Burg, der Joker, und ich habe es gesagt, es braucht ein Initial. Und er könnte sie darstellen. Das hat er ja schon sehr, sehr oft unter Beweis gestellt. Ja. Steven von der Burg, gleich wird er kommen. Ja, und dann hoffentlich auch möglichst schnell und bald treffen. Aber erst einmal wieder rausgeschlagen hoch. Der Ball von Spielberg, können wir den zurückholen? Ja, Gebers hat das geschafft an der Mittellinie. Sind wir, der guckt, wo kann ich ihn hinbringen? Steigt noch einmal drauf, zurück auf Jasula. Rechts raus, Benny Pintol, der wird überholt. Benny gegen 2, verliert den Ball. Nein, nein, es gibt Freistoß. Schnell ausgeführt von Jasula auf Röser, rechts rausgelegt. Jetzt Sascha Korb, der mit aufgerückt ist, geht jetzt bis zur Grundlinie. Pintol, da kommt die Flanke. Und jetzt in der Mitte muss Jasula schießen. Was macht er denn in den Block rein? Aber jetzt noch einmal vielleicht der UFC von hinten. Franke, Blecki, naja. Also, ja, sie machen enorm Druck, aber zählbar ist bislang nichts rumgekommen. Franke, jetzt der weite, öffnende Pass rüber auf die rechte Seite. Ja, da sind sie erst einmal dazwischen. Jo, Gebers, ja, toll gemacht, sensationell, klasse Einsatz. Jetzt Röser rausgelegt. Naja, jetzt geht der Ball. Naja, Pintol spielt weiter, obwohl da ein Blauer liegt.
Jetzt kommt er von vorne rein. Dobros im Strafraum. Pfeift das muss er pfeifen. Pfeift kein Elfmeter. Also er geht über, er wird umgehauen für mich. Das ist ein klarer Elfmeter. Der hat klare Sicht. Habe ich auch so gesehen. Dobros ist durch, wird umgehauen. Jetzt wird's richtig ruppig. Hier auf der Bank der Trainer geht an Casula. Rudelbildung. Also jetzt kommt hier richtig was auf. Jetzt hat er schon die gelbe Karte in der Hand. Wer kriegt die? Casula kriegt gelb. Ja, aber der gibt nicht nach. Der geht jetzt noch mal daran zum Trainer. Eieiei, jetzt ist aber richtig was los. Große Diskussion. Und das war schon ganz klar, dass man Elfmeter pfeifen kann. Also, ja, sagen wir, also er geht halb rechts versetzt in den Strafraum rein, ist vorbei. Das Knie geht raus, er fliegt da drüber in hohem Bogen. Also, sagen wir nicht, es war keine Schwalbe, also sonst war die genial. So wie er gefallen ist, da muss er geniale Schwalben üben. Also für mich war es ein Elfmeter, ist schon 100-mal gepfiffen worden, sowas. Also eine halbe Stunde wäre noch zu spielen hier auf Biebershöhen. 1:0 liegt man immer noch hinten gegen die tapfer, geradlinig aufspielenden Spielberger. Also man beißt sich hier die Zähne aus, aber man macht Druck und es sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, auch aber eben die Idee von Pintol da weiterzuspielen, der war ruckzuck wieder fit eben der Spieler. Also das war schon ein bisschen geschauspielert da. Jetzt weiter Ball, Endres, pass auf, ja, fällt ihm in die Arme, kein Problem. Dieser Ball da von Thomas Can. Also da hatte Benny Pintol die richtige Idee, dass das nämlich also eher eine Schauspieleinlage war als eine Verletzung. Da wollte er einfach den Kickersangriff unterbinden und zu viel Fairness einfordern. Irgendwann ist einfach auch mal gut. Also ihr seid ja nicht am Sterben da auf dem Feld im Regelfall. Da ist er wieder, Pintol, der eben das Bällchen eingefädelt hat. Auf Sascha Korb, zurückgelegt. Dann kommt der öffnende Pass auf Röser. Der nimmt den im Lauf mit der Hacke mit. Ja, muss erst einmal am ersten vorbei. Dann wird es aber eng, immer noch. Jetzt ist er da. Ja, versucht's auf engstem Raum. Der zweite ist da. Schön durchgespielt, Pintol. Der geht bis zur Grundlinie. Jetzt muss die Flanke kommen. Ah, auf den ersten, der sich ihm da entgegenstellt. Eckball wird es geben. Der wievielte? Ja, der fünfte ist das von 15-0 hat Spielberg. Aber die haben halt ein Tor und wir haben keines. Aber jetzt vielleicht der Eckball. Benny Pintol mit Rechtsdrehern weg vom Tor da. Alles versammelt sich soweit im Strafraum der Spielberger da. Beide Pfosten sind besetzt und Bennys Ball kommt rein. Der Kopfball von Müh. Nein, der steht auf der Linie und köpft ihn raus da hinten. Der Torwart fliegt, kommt wie nicht kam ran. Wie kam denn der da noch dran? Der Ball, der senkte sich doch förmlich ins Netz. Ja, aber da stand da halt hinten. Ich sag noch, beide Pfosten waren besetzt. Und ich glaube, es war Weimer, aber ich bin nicht sicher. Den rausköpft hinten. Und jetzt kommt der nächste Eckball. Also Eckball Nummer 6 für den OFC. Diesmal von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob wir von der Seite schon einen hatten. Aber jetzt soll er einschlagen. Also, da hebt er die Hand. Jetzt kommt er reingeflogen. Erster Pfosten, erst einmal abgewehrt. Theo im Rückwärtsgang. Nee, Dobros war das. Ja, dann Plecki zu Fall gekommen. Jetzt wird es wieder enger und enger. Aufpassen! Ja, ja, ja. Links rausgespielt. Das ist die Chance für den OFC. Von der linken Seite allerdings kam da Theo nicht ans Leder. Aber Einwurf jetzt geben, Lutz. Ja, Florian Kappler hat sich da reingeschmissen und rausgegrätscht. Den Ball der OFC von der linken Seite. Flanke kommt rein. Zu kurz geklärt. Immer noch. Gäbs ist im Strafraum gegen 1. Gegen 2. Nee, Dobros ist das. Bringt den Ball in die Arme von Moritz. Steht aber auch immer richtig. Der ist richtig, richtig gut dahin. Das ist ein guter Mann. Ein guter, sehr sicherer Mann. Völlig unaufgeregt. Und wenn er gebraucht war, da war er da. Eben den Kopfball. Da war er geschlagen. Da konnte er nichts mehr machen. Da flog er. Aber da stand dann sein Kamerad hinten und hat ihn rausgeköpft, den Ball. Und was gibt es? Ja, wieder irgend so eine Entscheidung. Jetzt hat er für Casula eine Verletzungspause gemacht, aber also, naja. So, Familie van Müller schreibt, hallo Lars und Lutz, ich bin mir sicher, das wird heute noch mit dem Dreier. Schließlich will ich heute noch das um Traktorenfress nach Florstadt Stammheim, so heißt es, Torschützen Dobros und Becker. Könnte noch werden, Becker könnte noch kommen, Dobros ist noch im Spiel. Und Gabi Krompolz hat die richtige Antwort, aber das Quizspiel ist schon längst aufgelöst. Das haben wir gesagt. Müller ist raus, dafür ist Von der Burg drin und diese Einwechslung hat er jetzt wunderbar auf dem Schirm. Da seht ihr sie, die beiden Akteure. Ja, der Müh rennt runter von der Burg. Und Von der Burg kommt rein. 65. Spielminute, aber es geht weiter hier mit einem Freistoß für Spielberg aus der eigenen Hälfte, halb rechts, ja, 7 Meter von der Mittellinie noch weg, da sind sie sich nicht ganz einig, wer soll denn schießen, dann spielt er kurz, ja, geht über die Mittellinie, bringt den Ball auf rechts außen, aber da ist er weg, Einwurf OFC, jetzt muss es ein bisschen schneller gehen, auch wenn hier noch, ja, eigentlich reichlich 25 Minuten zu spielen sind, aber wie schnell ticken die runter? Ja, die Heike Schupp, die schreibt hier, das kann doch gar nicht sein.
Nee, heute geht nichts rein, das kann doch gar nicht sein. Aber jetzt so auf den mit Röser! Und das ist die Möglichkeit wieder verpasst! Eieieiei! Da war das Tor sehr weit auf, Und da schießt er fast bis zur Eckfahne rüber auf die linke Seite. Und da passt das, was die Heike schreibt. Heute geht nichts rein, das kann doch gar nicht sein. Was ist mit den Kickers los? Heute geht's wohl in die Hose. Eine großartige Poesie, aber ich muss sagen, mich beschleicht ein ähnliches Gefühl. Sie versemmeln die Chancen im Dutzend. Ja. Nein, wieder so ein versemmeltes Ding von Röser, den macht er normalerweise. Über rechts geht er in den Strafraum und dann verzieht er auch hinten, geht er 4-5 Meter am langen Pfosten vorbei. Also irgendwie, irgendwas ist heute schief. Ich glaube, er muss den Devin Jao bringen. Ich sagte, es ist heute so ein Spiel, wo er Jao ein Tor machen könnte. Da kann er Geschichte schreiben. So, jetzt, das war eben die Heike mit ihrem Reim für den OFC. Vielleicht hat es der gebracht. Jetzt, da ist er, Steven van der Burg, der neue Mann. Auch dem klatscht der Ball erst einmal weg. Und das gibt die Konterchance. Donnerschlag. Ja, das war aber. Ja, aber bis er immer pfeift, das ist. Ja. Aber das Fahndal war hoch, also von daher. Da war er relativ frei durch der Marius Schäfer, aber Eckes war raus, hat den Ball erst einmal geklärt. Nur jetzt da hinten Theo, ja, gegen zwei, da wird er gefault. Das kann ein Kärtlein geben. Und das gibt ein Kärtlein. Da hat er sich geholt. Jan Malsam hat gebettelt, hat dem Theo etwa 4-5 Meter am Trikot gehalten. Vielleicht wollte er es jetzt schon tauschen, keine Ahnung. Jedenfalls, das darfst du nicht im Mittelfeld. Das nennt man ein taktisches Foul gelb. Und der Freistoß ist immer noch nicht ausgeführt. Und das gefällt mir auch nicht, diese Schreiberei und Macherei da. Und Franke. Die überarbeitete Aufstellung habe ich jetzt in der taktischen Formation wieder eingeblendet. Da seht ihr es. Van der Burg jetzt für Müller im Team. Felix Armbruster macht sich da unten bereit bei Spielberg. Den habe ich an der Hosen 14 erkannt oder glaube ihn erkannt zu haben. Hat er auf der Hose die 14 stehen und der OFC kommt über die linke Seite. Dobros am ersten ist er schon mal gut vorbei. Da zieht ein bisschen in die Mitte, steckt dadurch zu weit durchgesteckt. Kein Problem für Matthias Moritz, da rauszugehen und den Ball abzurutschen da in seinem 5-Meter-Raum. Der letzte Pass, die letzte Idee, wie Kloppo immer sagt, die letzte Lösung ist immer die falsche. Also einen Joker hätten wir ja noch. Ich könnte in 7 Minuten die letzte Viertelstunde, da könnte ich einen Peter Dietz noch mal zurückholen an die Kamera. Das wäre noch der Joker. Fabi Becker wird auf jeden Fall erst einmal beigerufen. Das Trikot mit der 11 wurde hochgehalten. Und der Fabi wetzt da unten jetzt schon. Und Martin Röser hat den Ball hier auf der rechten Seite, geht über die Mittellinie. Benny Bindol versucht da immer irgendwie wieder was zu kreieren. Jetzt auf Jasula. Gespielt, der zentral auf Blecki, aber da ist keiner, chippt raus auf Dobros, der hat da Platz auf der linken Seite, kann er den Ball bringen und von der Burg, ja, das gibt's doch nicht, das goldene Händchen, da haben wir alles richtig gemacht und natürlich allen voran König Rico, Steven van der Burg, der alte Drecksack. Der kam, sah, naja, gesiegt hat er noch nicht, aber er traf zumindest. Steven van der Burg macht das Tor und da blende ich ihn für euch ein, damit ihr es seht. 1:1 steht's. Steven, der Killer, hat getroffen. Ja, der Nico Dobros, erst einmal ein toller Pass auf die linke Seite. Nico Dobros hat den Ball da, zieht in Richtung Strafraum rein. Dann guckt er, spielt den Ball schön quer auf von der Burg. Der steht so etwa 11 Meter mittig zum Tor und zieht mit links sofort ab. Und hinten im langen linken Eck von Torwart Moritz, unhaltbar ausgesehen, schlägt der Ball flach ein. Er war nicht einmal festgeschossen, aber der hat halt genau im Eck gesteckt. Ja, oh, Freunde, jetzt ist wieder alles offen. Jetzt fangen wir sozusagen wieder bei Null an, beim Stande von 1:1. Steven van der Burg. Ja, der Joker, er hat erneut zugeschlagen. So, und jetzt wird es natürlich schwer für Spielberg, aber die lassen sich nicht beeindrucken, kommen wieder gefährlich. Gebers mit Fallrückzieher im eigenen Strafraum holt er die Kugel raus. Aber jetzt schnell nachlegen, das denkt sich auch Sascha Korb. Aber ja, wo soll er hinspielen? Erstmal im Zweifelsfrei, Fall nach vorne, ganz klarer Fall, hat er jetzt auch gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie die Spielberger darauf reagieren. Denn das haben sie ja auch so noch nicht gesehen, dass jetzt hier die Stimmung auf einmal so hoch kommt in einem solchen Stadion. Aber jetzt kommt der erste Eckball für Spielberg. Ja, da wurde Sascha Korb ein bisschen gestummt, deshalb fiel ihm der Ball unten an das Schienbein und über die Torauslinie. Das Stuppen hat er jetzt nicht so gesehen. 6:1 das Eckballverhältnis, 1:1 zum Glück das Torverhältnis. Du aber erstmal diesen ersten Eckball von der linken Seite mit rechts wird dann treten. Der Spielberger, der kommt in den Torraum rein. Eckes geht hoch. Jasula aber auch, köpft ihn weg. Den nächsten Ball. Und jetzt kommt Dobros. Kann er den kriegen? War wieder der Fuß drauf.
Das sieht er nicht. Wird gespielt. Die Blauen kommen wieder in den Strafraum. Die Offenbacher stehen da ziemlich tief. Alle hinten drin müssen jetzt nur sehen, dass die Kugel rauskommt. Genau das ist jetzt auch der Fall. Aber kein einziger vorne. Röser, der Erste, der sich jetzt mal nach vorne wagt. Dann allerdings von der linken Seite den Ball zurückgewonnen. Und da ist er wieder, Röser. Jetzt tankt er und vorne der Burg. Der steht schon da. Nein, Pinto steht jetzt vorne. Und jetzt kann er auch mal pfeifen. Auch wenn es nicht im Strafraum war. Heiliger Strohsack, heiliger Strohsack. Der Röser aber richtig umgemacht. Einen Meter, bevor er in den Strafraum eindringen kann. Da von der linken Seite und direkt an der Strafraumlinie wird es da in Linksaußenposition den Freistoß geben, relativ mittig vom Strafraum, ja, 6-8 Meter etwa von der Grundlinie weg, eine ganz gefährliche Situation ist das und jetzt, Jungs, legt einfach nach hier in der 71. Minute, dann hätten wir hier einen Doppelschlag hingelegt, der dieses doch mühsame Spiel gedreht hätte, aber hätte er der Fahrradkette noch, ist er nicht ausgeführt, der Freistoß. Gucken wir mal, wer bringt denn den überhaupt? Wer ist denn das? Kann ich nicht genau erkennen, nee, aber dort vorne lauern die üblichen Verdächtigen, auch von der Burg steht dort schon wieder in lauer Stellung. Oh, aber erst einmal, die eigenen Männer haben da sind Torwart Matthias Moritz ganz schön in Bedrängnis gebracht. Ja. Und es steht 7-1 nach Ecken und er ist jetzt natürlich auch da genauso wieder am Hang. OFC, OFC skandiert und sie wollen förmlich das Tor reinbrüllen. Jetzt Benjamin Pintol mit der 7. Ecke, wie gesagt, von der rechten Seite. Also, dort vorne im Strafraum, Großbetrieb für Spielberg. Jetzt kommt er reingeflogen, lang ist er in der Luft, Jasula mit dem Helm und dann ist er links vorbei. Ja, leider, leider, da kam er zwar oben an den Ball, aber da setzt du keinen Druck mehr hin, da kannst du ihn auch nicht platzieren. Spielberg ist getroffen worden, Schiri ist bei ihm. Sie fragen, ja, jetzt kommen die Verantwortlichen, werden reingeholt oder was, oder sagt der Spieler nein? Nein, der Spieler sagt, glaube ich, nein, da muss keiner kommen, das schaffe ich alleine. Der Stefan Müller ist das dahin, der ist schon eine Kante. So, was gibt's da, wer geht runter? Blecki Schwarz, also Offensive. Blecki Schwarz geht, Fabi Becker kommt. Blecki Schwarz hat eigentlich noch mit das beste Spiel gemacht von allen über die Spielzeit. Sehr, sehr kämpferisch, wie immer, geht die weiten Wege. Becker jetzt drin für Blecki, also das ist einfach noch ein Ticken offensiver, absolut, ist ja ganz klar. Absolut. Hier wird jetzt nicht auf Unentschieden gespielt. Da haben wir es jetzt auch eingestellt, die Auswechslung, Schwarz raus und Becker rein. Also sind wir gespannt, jetzt kommt erstmal der Abstoß von Matthias Moritz hier in die offenbare Hälfte, schon wieder zurückgespielt. Ah ja, und dann müssen die Offenbarer draufgehen, Korb mit großem Einsatz. Ja, 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 da spritzt er dazwischen, aber den Ball dann zu weit geköpft. Einwurf erst mal für Spielberg da von der linken Verteidigerposition. Can ist das, der den in der Mitte der eigenen Hälfte hat. Guckt da mal weit nach vorne, wirft er ihn. Wo findet er einen? Sascha Korb hat den Ball zustellen können. Hochgeschlagen da der Ball von Malsam. Aber Franke, Herr der Lage, auf Korb geköpft und Benny Pintol wieder. Benny Pintol am Ball, Foulspiel. Peter Börner, der hat ja vorhin schon geschrieben, dass ein Freigericht Kerb ist und er sagt, aufgepasst! Oh, Fabi Becker hat das gut gemacht! War da am Torwart schon vorbei, ist er abgedrängt worden, holt den Einwurf raus, das war knapp, knapp, knapp. Und jetzt gibt es ein Powerplay, die Offenbacher jetzt wie aufgedreht von der rechten Seite, wieder Sascha Korb. Ja, 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 reingespielt, auf Röser, zu weit vorgelegt, der ist weg, oder? Kommen Sie da nochmal dran? Na ja, zumindest steht der OFC jetzt deutlich höher dort vorne in den Reihen der Spielberger und Einwurf wird es erneut geben. Sascha Korb, dessen Trikot hinten, ja, schon eine besondere Vorbehandlung braucht, der muss also besonders gewaschen werden, der ist also hier schon durch die Furchen gezogen worden. Er wird jetzt einwerfen. Vorne bis zur Torauslinie. Und dann ist er auch im Aus. So, der Peter Börner, der hat geschrieben, ja, in Freigericht mit der Kirmes und so weiter. Jetzt schreibt er, der Steven von der Burg, dass der das Tor macht, war vollkommen klar. Denn der Junge ist aus Freigericht und er weiß, dass zur Cap gewonnen wird. So ist es. Und der Steven hat es gemacht. Also drei. Der nächste Müller, Robin Müller, kommt bei Spielberg. Und Thomas Can wird den Platz verlassen, der dessen Vorbild, der, ich zitiere ihn, dicke Ronaldo ist. Matthias Köbel grüßt aus Mailand. Danke euch wie immer, super und viele Grüße an meinen Kollegen Andreas in Marseille. Endlich auf dieses Tor gönne ich mir jetzt zwei Ramazzotti. Ja, wir haben Glück, dass Thomas Can nicht eingeschlafen ist bei seinem Versuch, das Feld zu verlassen. Eben hat er es geschafft und Robin Müller ist drin. Und es gibt Abschlag da hinten von Matthias Moritz, dem wirklich großartigen Keeper der Spielberger. Weit schlägt er nach vorne über die Mittellinie, hoch steigt Jasula, bringt den Ball wieder nach vorne. Müller haut ihn erst einmal raus, aber der Müller, der schon drin war, der Stefan Müller, nein, den kriegt er nicht, den kann er nicht kriegen da drüben. Der Marius Schäfer, Einwurf OFC von der linken Seite. Theo ist das erst einmal, der schaut, wo ist einer, alles massiert sich da.
Ja, vielleicht der hohe Aufwand, den Sie betrieben haben. Vielleicht haben Sie noch eine Unaufmerksamkeit, die Spielberger. Vielleicht können wir das noch einmal nutzen. Das wäre so, so wichtig, so, so wichtig. Ja, und jetzt beginnt auch die Schlussviertelstunde. In diesem Moment wird sie gleich eingeläutet werden. Und der OFC, der ist ja schon sozusagen vom Drang her in der Schlussviertelstunde angekommen. Und das sollte es ja vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Dann kann das durchaus noch werden mit dem Siegtreffer. Das hofft auch Peter Beetz, der sich bedankt für die tolle Reportage und das Gefühl immer, ja, dabei zu sein. Jetzt wollen wir schauen. Jetzt gibt es dann gleich den Freistoß. Da schauen wir mal vorne rein. Da ist die Glocke. Die Schlussviertelstunde wird eingeläutet. Und jetzt kommt der Freistoß rein. Erst einmal auf von der Burg. Oh, der nimmt das Ding links direkt. Und ja, da geht er links oben übers Tor. Und er hofft, dass von der Burg einen reinsammelt. Das hat er ja gemacht. Vielleicht bringt es was, wenn der Herr Reich-Ranitzky den Spiel weiter kommentiert, meint er. Er hat zwar Ahnung, aber man lässt mich ja hier nicht. Man vertröstet mich mit einem Rot-Weiß. Komm, Lutz, komm, Lutz. Das können wir nicht machen. Nein, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Abschlag Moritz haut den Ball in der Zentral, in die Kickershälfte rein. Jasula steigt hoch. Röser, zweiter Sieger im Kopfball. Das ist jetzt eine Staffette da. Und Benny Pintol technisch großartig gemacht, den Ball da vorbeigelegt. Und links raus auf Dobros, der hat jetzt ein bisschen Platz. Da nähert sich schon langsam den Strafraum. Ah, die Flanke, die war gar nichts, aber vielleicht kann Röser noch was draus machen. So lange Zeit gehabt, hat allen Platz der Welt gehabt. Und dann kommt die schlampige Flanke. So, und jedenfalls gehen auch noch Grüße an die Frau vom Peter, an die Steffi. Und das haben wir hiermit ausgerichtet. Jetzt OFC wieder im Vorwärtsgang. Direkt dort vorne nach der Ecke mit Röser auf Pintol gespielt. Jetzt geht es in die Zentrale und da stehen nur die Blauen. Na ja, jetzt stehen sie natürlich tief drin. Komplett hinten drin eben. Daniel Endres hat den Ball im Mittelkreis. Muss er gucken, wird von Zweien, aber jetzt angegriffen, auf Sascha Korb gespielt. Der muss hier wetzen, um den Ball nach vorne zu bringen. In die linke Seite, der neue Robin Müller kommt rein, köpft ihn erst einmal in Seiten aus. Der müde rennt da unten, jeden Ball zu holen, schneller als jeder Balljunge. Sofort an Benny Pintol gegeben. Röser lässt den Ball prallen. Pintol, schöne Ball erobert. Und auf Gebers weitergegeben, der wechselt die Seite raus auf Theo auf der linken Seite. Ist er im ersten Drittel der Spielberger Hälfte, nimmt Dobros mit, Doppelpassversuch. Jetzt wetzt er, der Theo kann er den kriegen, hat den Ball geholt. Was gibt's da? Für wen? Es war ein Foulspiel an Theo am Ende. Und er muss auch, ich weiß nicht, ob er behandelt werden muss, aber er hält sich zumindest das Knie dort. Ingo Hase schreibt, hallo Lars, hallo Lutz. Super Übertragung, wie immer in der Hoffnung, dass das heutige Spiel noch gedreht werden, habe ich meinen Jahresbeitrag über 40 Euro überwiesen. Schöne Grüße aus Hainburg vom Ingo. Vielen Dank dafür. Und tut es ihm gleich, damit ihr weiterhin Fanradio hören könnt. Zweimal 20 Euro oder einmal 40 Euro oder ein Dauerauftrag über 3,33 Euro. Dann können wir für euch wirklich weitermachen jetzt bis zum Schluss. Jetzt kommt der Freistoß reingeschlagen für den OFC. Kopfball erst einmal abgewehrt. Nachschussmöglichkeit. Gebers versucht es direkt, aber dann rechts am Tor vorbei. Da war auch keiner mehr dran und folgerichtig gibt es Abstoß. Also zweite Halbzeit kann man sagen, komplett eine andere als die erste Hälfte. Da sind nur noch der OFC hier am Machen, am Drücken, am Tun. Hochverdient. Ich bin jetzt mit mir am Ringen, ob ich jetzt den Peter Dietz nochmal einwechsle. Obwohl doch der Yannick jetzt sozusagen den Ausgleich herbeigebracht hat. Also ich bin jetzt noch mal 80 Minuten noch abwarten und dann den Peter nochmal bringen. Als Joker. Ja, gut. Obwohl, nee, der Peter hat heute das Gegentor eingefangen. Der Peter hat das Gegentor eingefangen. Lass den Yannick. Also Yannick macht dann auch noch den Sieg heute. Yannick macht heute. Er wird nicht mehr, Spielstandshalter. Er wird Spielstandsdreher genannt dann. So, jetzt erst einmal Moritz, weiter Schlag, Gebers, schön rausgegriffen. Rückstanddreher wird er dann genannt. Oh, Theo, schlampig da holst du ja auch gelb ab. Wahrscheinlich, ja, er zupft oben schon den Karton raus. Das war ein taktisches Foul. Yannick, traust du dir das zu? Raus dir das zu bis zu Ende. Machst du noch den Sieg? Der Yannick hat versprochen, er macht den Sieg. Dann wird er Rückstandsdreher genannt. Herr Yannick, er will es jetzt wissen. Wir wollen es aber auch wissen. Jetzt hat er Blut geleckt. Endlich mal aus einem 0-1 Rückstand unentschieden gemacht. Endlich und jetzt mal. Will er alles wissen. Jetzt will er alles haben. Totale Offensive. Total. So, aber erst einmal ein totaler Freischuss von Spielberg. Rechte Seite, halb rechts. 8-9 Meter in der Kickershälfte wird er den Ball da reinflanken können. Der Ball kommt am 11-Meter-Punkt, wird er runterkommen. Passt's mir auf. Jasula erst einmal, der nächste Ball. Da war Sascha Korb rigoros, da wird Röser über den Haufen. Aber jetzt Becker, der tritt jetzt hier mal richtig an. Geht er fast vorbei. Naja, da wird ein bisschen getuschiert. Und das wird richtig geahndet mit Gelb. Denn da war er schon ziemlich gut im Lauf. Vielleicht wäre er absolut durch gewesen. Also gelbe Karte nochmal hier für Spielberg. Das ist die Nummer 13, glaube ich. Schoch, Alexander Schoch, genau. Und es wird Freistoß geben. Röser das Ganze schon in der Hälfte der
Spielberger. Die beiden Trainer hier, Rico Schmidt und sein Kollege, die haben sich hier noch einiges zuzurufen. Aber dann kommt er erstmal hoch rein. Handspiel! Handspiel! Eier, Eier, aber ganz klar Hand! Hast du denn so gesehen? Ich glaube, er fiel ihm auf die Schulter. Ach, Lutz, aber oben. Ich habe Hand gesehen. Ja, natürlich haben wir alle das gerne gesehen. Die Flanke reingechippt, rausgeköpft. Steven von der Burg, kann er den bringen? Ah, rausgeschlagen wieder. Jetzt hauen sie aber auch alles rein. Also, jetzt wird dort hinten eingeschnürt, die Spielberger. Jetzt kommt er dort vorne rein. Kopfball, noch einmal Nachschussmöglichkeit. Röser, und dann ist er im Seitenhaus. Eckball wird es geben, oder? Ja. Ja, das wollen die Spielberger jetzt nicht wahrhaben. Freistoß. Ja, klar, so. Oh, das ist jetzt das Ding für Röser. Das ist genau seine Position. Exakt zentrale Position. Und das sind 22 Meter und 83 Zentimeter, zeigt unser Scanner. Allerhöchstens, das ist genau die Entfernung für Martin Röser. Das ist das Ding. Die kann er, die weiß er, und jetzt wird er ihn auch. So, Yannick Dietz signalisiert schon, den schweiße ich rein. Ja, das ist dann quasi das Yannick, ja, dreht das Spieltor. Ja, ja, ja. Also Martin Röser, alles versammelt sich da. 18 Meter vom Tor, zentral, Röser, nur Röser wird ihn schießen und er kommt über die Mauer. Tor! 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 Röser! Macht das Tor! Das glaube ich nicht! Röser macht das Tor! 2:1 für DFT! Donnerschlag, was für ein Spiel! Haben wir es nicht gesagt? Wir machen das Ding, wir haben richtig eingewechselt. Yannick Dietz dreht den Rückstand. Habe ich ein goldenes Händchen oder habe ich ein goldenes Händchen? Lars, du hast ein goldenes Händchen. Ich habe gesagt, ich muss volles Risiko gehen. Und was hat Martin Röser für ein Streichelfüßchen, ihr Lieben? Aber es war seine Entfernung. Es war eigentlich Kutzop. Ja, das ist. Und diesmal geht er nicht oben irgendwo in den Winkel. Diesmal fällt er hinter der Mauer runter und geht flach ins Tor. Es konnte aber nur mit dem Standard gehen. Nur. Denn heute, da lief nichts anders. Und dann muss es eben auch mal brachial gehen. Und so hat Röser, Goldfüßchen Röser, im Verbund mit Yannick Dietz, den Führungstreffer erzielt. Ja. Und den Freistoß rausgeholt hat Fabi Becker, weil der Schoss den Ball, der draufgehalten wurde. Und damit hat Fabi Becker den Assist dafür. Und Spielberg wechselt noch einmal. Und ab sofort ist der Yannick jetzt nicht nur der Rückstandsdreher, sondern jetzt ist er auch wieder als Spielstandshalter gefragt. Jetzt muss das kann er ja halten, und das kann er, der Yannick, wie sonst nichts auf der Welt. Wechsel bei Spielberg, es kommt rein Samuel Brunner, es geht der Torschütze. Manuel Hasel hier in der 82. Spielminute, 2:1 steht's. Wieder so ein Sahne-Freistoß von Martin Röser. Und wir haben es irgendwie gespürt, irgendwie geahnt. Das ist das Ding. Da hätte der Torwart schon eine Riesenparade zeigen müssen. Und da konnte er aber nichts machen. Der war einfach geil geschossen. Das muss man sagen. Einiges hier rausgeholt. Der hat eine hervorragende Partie. Aber da war 0, gar nichts zu tun. Der war in die Mauerecke drüber geschoben. Auch kein Neuer und niemand anders den Ball halten können. Jetzt kommt aber erneut in Bedrängnis die Offenbacher. Die pressen jetzt drauf mit Becker. Der ist frisch. Ja, aber dann die Spielberger sich erst einmal befreit. Den Ball in die Zentrale gespielt. Aber die Offenbacher sind natürlich jetzt wacher. Und Morales spricht jetzt alles für den OFC. Und da kommt er über links. Theo, ja, zieht jetzt in den Strafraum rein. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Oh, Van der Burg kommt da nicht ran. Von der rechten Seite. Jetzt Pintol. Ja, was macht er? Geht er vorbei? Übersteiger. Aber dann Eckball wird es geben. Eckball, Grüße noch vom Jens Herrmann. Der hat das auch schon geahnt, dass das Ding noch zu drehen ist. Riesenstimmung jetzt in Bibershöhen. Absolut. Eckball, Benny Pintol, rechte Seite, rechter Fuß. Der hat aber was abbekommen heute. Mehrfach ist er hart genommen worden. Den zwickt es auch überall. Also rennt er nicht gerade zum Eckball. Da muss er ja auch nicht. Aber er wird ihn jetzt bringen mit rechts. Wegdrehen vom Tor mit seinem Zuckerfuß. Wird er ihn irgendwie reinbringen. Und der Ball, der kommt gut, aber rausgeköpft von dem anderen, von dem Müller hinten. Und jetzt haben sie eine Kontermöglichkeit. Nein, haben sie nicht. Er fällt hin, aber das war nichts. Das war gar nichts. Und wieder der OFC, wieder Benny Pintol von der rechten Seite. Missverständnis da mit Dobros. Macht nichts. Abschlag. Leute, formiert euch wieder. Jetzt muss Spielberg kommen hier nach 84 Minuten. Jetzt könnten wir theoretisch den Konter spielen, weil jetzt haben wir etwas hier zu verteidigen und Spielberg muss etwas aufholen.
Und das macht das Spiel für uns jetzt deutlich, deutlich entspannter. Also wenn ihr solchen Wahnsinn weiterleben wollt, auch am Fanradio, dann seht zu, dass ihr das Fanradio sichert mit eurem Beitrag 40 Euro oder 2x 20 Euro oder einen Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann kriegen wir das zusammen hin. Und am 5. November laden wir ganz groß ein. Wer noch keine Einladung bekommen hat und schon Fanradio-Unterstützer ist, bitte unbedingt melden, die E-Mail-Adresse uns schicken, sodass wir dich einladen können. Jetzt geht's weiter mit Spielberg. Ja, absolut, kommen wir in die linke Seite. Erst einmal eingewechselt. Robin Müller ist das, bringt die Flanke nach innen. Gebers köpft erst einmal raus. Fabi Becker wird über den Haufen gerannt, aber Franke kann erst einmal rausschlagen. Stefan Müller in der Kickershälfte spielt der Rechtsbär. Jetzt versuchen sie es da mit der letzten Macht. Chippen ihn rein, wieder Gebers ist dann rausköpft auf Röser. Der Ball nimmt, Foulspiel, Foulspiel. Da. Und wertvolle Zeit. Es war zwar ein Foulspiel, aber ganz ehrlich, er wollte auch gefoult werden. Ja, aber nach 85 Minuten hast du nicht mehr die Spannung, um da stehen zu bleiben. Alles okay, alles okay. Schlau gemacht und das ist wertvolle Zeit. Und die spielt jetzt für uns, mein lieber Lutz. Absolut. Für Daniel Endres, der den Ball da bringen wird. Schiri sagt wohl, beeil dich ein bisschen, mach da mal hinne, sonst lasse ich nachspielen. Und der Eckes bringt den Ball nach vorne, weit, weit nach vorne, schlägt dann auf die rechte Seite. Da gehen sie hoch, die Spielberger, aber auch der Steven von der Burg, aber alle, keiner kriegt den. Laufduell Müller, ja, will den Ball ausrollen lassen, macht er auch, aber Abschlag gibt es da nur. Abschlag für Moritz da hinten, den wirklich berechtigt. Also wenn der von der Burg im Luftgefecht nicht an den Ball kommt, dann muss er sehr hoch gewesen sein. Es lag ein bisschen Schnee drauf. Ja. Es lag ein bisschen Schnee drauf. So, aber weiter Abschlag schon. Jetzt haben sie es sehr, sehr eilig. Jasula, erst einmal Kopfballsieger, aber noch Spielberg. Naja, aber den haben wir sicher. Sascha Korb, der muss jetzt nach vorne spielen. Allerdings erst einmal in die Meute, die Blauen reingespielt. So, die versuchen sich zu befreien. Das bleibt ein Versuch. Theo hat gut aufgepasst. Jetzt muss er rausspielen. Genau das macht er auf der linken Bahn. Da ist er wieder, Becker, der eben noch über rechts so stark unterwegs war. Jetzt über links ist er vorbei. Am ersten, am zweiten geht er rein ins Getümmel. Immer noch der UFC. Und das ist die Möglichkeit im Strafraum. Und macht doch und schießt doch. Und was ist denn? Jetzt muss er rein. Und da ist er nicht. Der Torwart und die Verteidiger. Aber immer noch Benny Pintol am Strafraum. Zieht er ab. Aber Spielberg dazwischen rausgeschlagen, der Ball. Sascha Korb, pass mir auf, pass mir auf. Da ist er erst einmal rum, der Spielberger. Sascha Korb verfolgt ihn. Ist hey, griechisch, römisch. Sascha Korb, da hat er gebettelt um Geld, der Sascha. Oh. Aber das sind genau die taktischen Fouls, die man dann fordert. Ja, logisch, muss er machen. Wenn Spielberg den Konter abschließt, heißt es, warum fault er nicht? Wenn er die gelbe Karte nicht bekommen hätte, dann hätte ich ihm die gelbe Karte gezeigt. Das muss er genauso machen. Genau, aber vorne den Ball verloren ist, kann man erst einmal Schoch mit den Ball bringen hier auf der linken Seite. 3-4 Meter im Feld vor der Ersatzbank der Spielberger ist das Ganze. Ja, 10 Meter etwa in der Hälfte und Schoch wird den Ball hoch in den Strafraum reinschlagen müssen, um hier Gefahr zu bringen. Macht er auch mit rechts, er kommt weit, weit, aber Eckes geht da schon hin mit zwei Fäusten raus. Ja, und da ist nur der Martin Röser, der rotzt die Hulla erst einmal weit nach vorne. Und dabei hält er sich der Matthias Moritz weit aus seinem Tor raus und sofort abgelegt auf die Nummer 3. Minuten noch, die Uhr, sie tickt runter, weniger als 3 Minuten. Und sie kommen nochmal, die Spielbürger. Oi, aber dann ist Eckes da und er wirft sich auf die Kugel und er will sie nie wieder hergeben. Nein, zumindest nicht die nächsten 3 Minuten, die sind hier regulär noch zu spielen, ein bisschen weniger als 3 Minuten. Ja, und heute hat der Lars einen, der ihm hilft, diese 3 Minuten zu überstehen, ne? Ja. Heiliger Strohsack. Meine liebe Zeit, wenn das gut geht, Devin Yao, können wir 3 Kreuze im Kalender machen. Devin Yao wird kommen da unten. Also, dann wechseln wir noch den Yao ein, okay, das machen wir auch noch. Und aber noch kann er nicht kommen. Jetzt erst einmal Benny Pintol. Schön, Steven von der Burg. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Der steckt durch. Rechts auf Fabi Becker, der ist am Strafraum in der Mitte. Lauer Dobros. Kriegt er den Ball? Nein, die Spielberger passen da auf. Ja, aber sie schlagen den Ball nicht raus. Wir spielen den Ball da hinten raus. Deshalb heißen sie Spielberg, meine Güte. Und großer Einsatz, aber das ja, gibt Einwurf für den OFC. Jetzt können wir wechseln. Jetzt kommt Yao auch noch rein. Und das wäre natürlich toll, wenn er auch noch eins macht. Obgleich es fast ein bisschen zu viel des Guten wäre. Aber das nehmen wir alles gerne mit. 2:1 für den OFC nach langem 1:0 Rückstand. Martin Zauberfuß Röser geht vom Feld mit Applaus. Ich habe ihn euch eingestellt. Und natürlich auch Devin Yao, der jetzt seine Chance bekommt. Da ist er für euch und da seht ihr den Wechsel. Unglaublich, Martin Röser. Ich habe auch schon 4 Buden gemacht. Der ist eine echte Waffe. Eine echte Waffe ist er mit diesen Freistößen.
wenn es mal nicht so läuft, spielerisch wie heute, wo es uns die Spielberger... Markus Döttling schreibt, ihr zwei habt es mal wieder geschafft, ein Spiel zu drehen. Ich brauche mal Herztruppe. Ja, mir auch. Wir haben sie hier in Form von unserem Pilsener Bier bekommen von der Sparta Bank. Ich glaube, ich werde nicht mehr so arg alt. Nee, das ist so. Letzte Woche, das, glaub, heute, das. Ich glaube, ewig machen wir es auch nicht, oder? Ich bin 10 Jahre lang gealtert heute. Das ist so. Und Sascha Korb, humorlos, rustikal, rotzt er den Ball erst einmal ins Tor aus. Da hinten sammeln die ganze Nummer hier die letzten 45 regulären Sekunden. Und Steven von der Burg greift ihn an den Verteidiger. Und jetzt den Torwart, der den Ball bekommen hat, spielt links raus auf Müller. Nee, Robin Müller ist hier vorne. Das war der falsche. Tut mir leid, das war der andere Müller, der Stefan Müller. Der jetzt kommen will, übergibt seinem Namensvetter, dem Robin. 30 Sekunden noch bis Buffalo und dann würde der OFC tatsächlich doch noch den Dreier einfahren. Und allein an diesem Stimmfall hört man, das war eine heftige Geburt, wenn es denn so bleibt. Das war Schwerstarbeit, allergrößte Schwerstarbeit. Zangengeburt mit Saugglocke, würde ich sagen. Du. Also da war alles dabei, was die Hebamme braucht. Und Spielberg, ja, spielt den Ball hinten rum. Da könnt ihr gerne weiterspielen. Jetzt kommt der weite Schlag nach vorne. Bitte verteidigt ihn irgendwie. Macht er, der Gips. Schmeißt sich da rein. Und der Steven holt den Ball. Jetzt ist die offizielle Spielzeit zu Ende. Aber es gibt Nachspiel. Und es gibt Platz. Und das ist Jo. Jetzt im Konter. Der zieht jetzt ran. Und jetzt muss er es machen. Hey! Zentimeter. Er ist über dem Torwart. Aber er hätte quer auf Benny Pintol spielen sollen müssen. Aber da war der Devon wohl zu aufgeregt. Da hat die Riesenchance. Zentimeter über den Winkel. Da hätte ich dann, ja, mich als Seher betätigen können, weil ich auch gesagt habe, ja, muss kommen, eins machen. Jetzt aber erst einmal wieder Spielberg. Guck mal, reguläre Spielzeit ist rum hier. Und sie können aber noch einmal kommen in der Kickershälfte. Jasula Mahafranke, toll gemacht, hat Platz. Ja, das gibt jetzt auch noch mal einen Konter für den OFC, denn die Spielberger, die haben natürlich weit aufgemacht jetzt. Und dann Pintol, der treibt das Leder auf Franke, der ist jetzt auf Linksaußenposition. Dann schlägt er das Ding in die Mitte rein, aber nein, da ist nur Matthias Moritz. Er hat dort keine großen Probleme, den Ball aufzunehmen. Schlägt ihn nochmal weit nach vorne. 51 Sekunden über die Zeit, also eine Minute über die Zeit. Aber das ist schon in Ordnung. Klasse der Gebers, klasse der Gips mit seinem Zweikampfverhalten da. Fabi Becker gegen zwei kämpft er da, hat den Ball erobert. Toll, holt den Freistoß. Klasse, Fabi. Klasse gemacht. Gegen zwei da unten, technisch hochwertig, den Ball erobert, sich dann faulen. Jetzt glaube ich es auch, wir sind in der 92. Minute, lass ihn vielleicht noch eine Minute spielen. Ja. Aber das sollten wir hinkriegen, zumal wir jetzt Freistoß kriegen, schon in der Hälfte der Spielberger. Für die wäre es natürlich tragisch, denn die haben hier natürlich das Optimale eigentlich gezeigt, was gehen kann. Aber jetzt der OFC noch einmal mit dem Freistoß. Erst nochmal links rausgespielt, ja, auf Theo, dann ganz links. Das ist wirklich, muss ich wirklich mal am Ohr ziehen. Ja, Theo wollte auf Dobros, aber der haut da ein Brett in Einwurf. Noch einmal Spielberg aus der eigenen Hälfte. Können sie es sind zentral vor ihrem Strafraum. Kann der weite Schlag kommen, der kommt auch. Aber da passt der Theo wiederum auf und hat den Ball erobert. Wieder gut gemacht. Und jetzt Benny und jetzt haben wir wieder Platz im Konter. Jawohl, der Jau hat er gesehen, jetzt auf der rechten Bahn. Der geht jetzt bis zur Grundlinie. Oh, der hat immer falsch gewachst. Was ist denn mit ihm? Aber gut, jetzt hat er erst einmal reingespielt in den Strafraum. Becker, der dreht sich, versucht das Ding dort reinzubringen. Und dann sind sie erst einmal Herr der Lage. Jau, den Ball zurückerkämpft. Jasula, links rausgelegt. Vielleicht direkt schießen. Nein, nochmal. Raus auf Dobros von Theo gelegt. Die beiden Griechen sozusagen im Verbund. Aus, vorbei, 2-1 gewonnen. Sieg, Sieg, Sieg. Ei, ei, ei. Respekt, Spielberg, aber am Ende doch verdient. Weil die zweite Halbzeit war nur noch der OFC. Riesenchancen, tolle Tore. Mein Gott, oder? Der Sieg war nie in Gefahr. Nie. Oh Gott, nie. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, damit verabschieden sich der Mikro Lars Kissner. Und uns Kammermeier. Ciao, ihr Leute. Feiert schön.